Herzlich willkommen zu DGEA Live. Sie sehen mich, in HEMA hört man mich, hört man mich in den Saal hinein. Es sind jetzt mittlerweile auch schon 92 Leute, die HEMA zugeschaltet sind. Das heißt, wir probieren heute ein neues Format. Mein Name ist Ulrike Beilenhoff. Ich bin erste Vorsitzende von der DGEA, der Deutschen Gesellschaft für Endoskopie-Fachberufe. Und wir sind heute zu Gast in HEMA. Wo liegt HEMA? HEMA ist eine kleine Stadt in Nordrhein-Westfalen, im Sauerland. Und dort ist eine Lungenfachklinik, die sehr gute Bronchoskopien machen und uns in dieses Thema halt eben mit einführen werden. Und durch den Nachmittag wird uns einmal Frank Muckermann und Daniel Schröder führen. Beide sind Vorsitzende ihrer regionalen Arbeitsgruppe, also des Endoskopiezirkels Südwestfalen, und sind beides leitende Endoskopiepfleger, einmal in Frank in Meschede im Weilburger Krankenhaus und Daniel in Arnsberg, also in Neheim bist du jetzt, ne, Daniel? In Neheim und leiten die regionale Arbeitsgruppe. Vor Ort in HEMA sind ungefähr wie viele Leute, Frank? Wir hören euch nicht. Gehen wir mal gerade ans Mikro ran. Wir hören euch immer noch nicht. Ein paar Verkehrsprobleme. Die restlichen werden sicherlich noch kommen. Wie viel sind es jetzt? Das haben wir nicht gehört. Angemeldet waren 27. Da sind ungefähr so 20, schätze ich mal jetzt. Ja, wunderbar. Also, wir sind knapp über 100 Leute, die euch jetzt, 120 Leute, die euch jetzt zugeschaltet sind. Und dann darf ich euch die Moderation übergeben. Ja, danke Ulrike für die nette Einführung. Sehr geehrter Herr Chefarzt Dr. Stanzel, sehr geehrter Herr Dr. Hadebusch, lieber Florian, nach langer Zeit dürfen wir unseren Endoskopiezirkel mal wieder hier in HEMA abhalten, in der Lungenklinik. Dafür sage ich herzlichen Dank, auch im Namen der DGEA. Sie, liebe Teilnehmer, hier vor Ort als auch online begrüße ich recht herzlich und bitte stellen Sie uns im Anschluss an die jeweiligen Vorträge recht viele Fragen. Ja, dann. Ja, und für die Teilnehmer, die online zugeschaltet sind, möchte ich Sie bitten, einfach die Chatfunktion wieder zu nutzen. Daniel, Frank und ich werden das im Auge behalten und dann auch entsprechend Ihre Fragen in den Saal weiterleiten. Ja, dann. Herzlich willkommen auch von meiner Seite hier in HEMA. Mein Name ist Florian Hofstes, ich bin die Endoskopieleitung und ich freue mich, dass wir einen Endozirkel mal wieder in HEMA veranstalten können, einfach auch so ein bisschen den pneumologischen Aspekt in den Fokus zu rücken. Und ich bedanke mich sehr bei Herrn Dr. Stanzel, der sofort bereit war, auch einen Beitrag zu leisten, und Herrn Dr. Hadebusch. Normalerweise ist das immer so ein bisschen andersrum. Da bin ich sozusagen der Gastdozent bei den Veranstaltungen von Herrn Stanzel und heute darf er sozusagen mein Gastdozent sein. Und dann wünsche ich uns einen schönen Nachmittag, ja, und vor allem viel Input, ja, und wie gesagt, wenn Fragen sind, gerne melden und im Anschluss gucken wir, dass wir so ein bisschen in den interaktiven Austausch dann auch kommen und uns nochmal die Endo anschauen etc. Und dann würde ich an Herrn Dr. Stanzel weiterreichen. Ja, willkommen in HEMA, sowohl leiblich, richtig, als auch übers Netz. Es freut mich, dass einige gekommen sind. Wir müssen ja jetzt wieder ein bisschen in die Veranstaltungen hineinkommen. Das ist ein bisschen unüblich geworden. Und ich wusste ja gar nicht, dass da so eine große Teilnehmerzahl dann auch noch online dranhängt. Das ist ja richtig spannend. Florian hat mich gebeten, so einen Allgemeinvortrag zur Bronchoskopie zu machen. Ich habe so ein bisschen einen Durchflug, bisschen Strukturiertes von der flexiblen Broncho. HEMA hat natürlich viel von der starren Broncho und deshalb auch dazu einiges. Das werden die meisten nicht so geläufig haben. Schauen wir mal. Und dann können Sie anschließend natürlich fragen. Und dabei haben wir schon beim ersten Thema. Manche werden fragen, starre Bronchoskopie ist doch uralt, braucht man eigentlich gar nicht. Würde ich aber genau andersrum sehen. Und Marquette hat es auch vor ein paar Jahren schon mal so gesagt, da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Wer damit arbeitet, der macht natürlich sehr gerne starre Bronchoskopie, weil das einige Vorteile eben hat. Die beiden Techniken, die da im Raum stehen, sind eben die starre Bronchoskopie, die jetzt schon wieder 126 Jahre oder 125 Jahre alt ist. Also vor 1997 war das 100-jährige
Da war ich noch ein jüngerer, freischaffender Oberarzt. Jetzt bin ich auch ein bisschen ergraut. Und die Bronchoskopie ist aber trotzdem noch aktuell. Die flexible Broncho kam sehr viel später. Das war 1964 aus Japan und hat dann vielleicht noch mal so 5 bis 10 Jahre gebraucht, bis sie hier geläufiger war. Und hier haben wir so die ersten Bilder von der starren Bronchoskopie, damals im Sitzen mit Kokain als Betäubungsmittel. Und der Patient musste einfach stillhalten und dann ist so ein starres Rohr von oben schön runtergeschoben worden. Und dazu die erste Veröffentlichung dazu, Münchner Medizinische Wochenschrift. Damals hat man noch sehr viel in Deutsch veröffentlicht und das war damals noch eine der Top-Zeitschriften. Sie sehen 1897. Und der das eingeführt hat, das war ein HNO-Kollege aus Freiburg, Kilian hieß der. Und dann habe ich hier gleich mal so ein paar Vorteile der starren Bronchoskopie. Die ist einfach, wenn man trainiert ist. Die ist sicher, weil man jederzeit eine kontrollierte Beatmung hat. Man kann Blutungen sehr gut kontrollieren. Darum ist es bei der starken Blutung das Standardinstrumentarium. Man kann rekanalisieren, Fremdkörper entfernen. Die erste starre Broncho war eine Fremdkörperentfernung. Oder was eben heute die Hauptrolle spielt, wir haben sehr komplexe Prozeduren, wo wir dann eben mit dem Ansatz Narkose, starres Rohr als Zugang, dann sehr viele Instrumente einführen können. Die flexible Bronchoskopie ist natürlich viel weiter verbreitet, heute mehr üblich, ist die Routinemethode, aber sie ist auch mit vielen Modifikationen durchaus dann auch erweiterbar, zum Beispiel eben unterschiedliche Arten der Sedierung über den Tubus, dann durch Tubus- oder Larynxmaske und auch bei intubierten Patienten letztlich die Standardmethode. Gleich was so, was von pflegerischer Seite wichtig ist, was soll man machen, bevor man loslegt? Man soll natürlich das Gerät überprüfen und da gibt es diese 4 Punkte, die abgehakt werden müssen, damit das Gerät in die Benutzung gehen kann. Und bei der flexiblen Bronchoskopie habe ich 2 Beispiele hier dargestellt. Der Hauptunterschied ist der Durchmesser des Gerätes. Und heutzutage ist es eben wieder wichtig, ganz kleine Geräte auch nicht nur in der Kinderheilkunde einzusetzen, sondern bei dem erwachsenen Patienten. Für welche Situation könnte das sein? Für den Rundherd, wenn man ganz nach peripher gelangen will. Und dann gibt es die ultradünnen Bronchoskope mittlerweile. Ab wann zählt ein Bronchoskop zu den ultradünnen Bronchoskopen? Welcher Durchmesser ist das dann? Weiß das jemand? 3 Millimeter wäre diese magische Größe. Und in dem nächsten Beispiel sieht man eben, was das dann bringt. Hier habe ich so ein kleines Bronchoskop. Meine Lieblingskombination ist dünnes Bronchoskop, also 4 mm Gerät plus starres Rohr. Aber wenn man dann so ein 3 mm Gerät hat, dann kommt man hier eben zu diesem Rundherd. Und der Trick ist, dass man trotzdem noch einen einigermaßen tauglichen Biopsiekanal hat. Bei Olympus wäre das ein Biopsiekanal von 1,7 bei dem MP190-Gerät. Und das wäre eben momentan das beste ultradünne Bronchoskop, was ich so auf dem Markt kenne. Und dagegen eben die alte starre Bronchoskopie. Hier haben wir das Rohr, hier haben wir Optiken, können dann eben auch über das Rohr ventilieren mit der Jet-Ventilation, können manipulieren. Die Optiken dienen heute fast nur noch zur Intubation. Ansonsten kombiniere ich fast immer mit dem flexiblen Gerät und habe dadurch auch eine sehr starke Variabilität. Man gelangt eben mit dem Starren natürlich nur zentral. Also wenn man da was abtragen muss oder so, dann ist das starre Instrumentarium gut. Sobald ich um irgendeine Kurve in den Lappen oder den Segmentbronchus muss, dann gibt es natürlich die flexiblen Geräte,
da haben die ihren Haupteinsatz. Weiß jemand die Nomenklatur ganz genau, wie geht es denn bei den Bronchien? Es ist einfach, Trachea gibt es ja nur eine. Dann kommen die beiden Hauptbronchien links und rechts. Dann kommen die Lappenbronchien, Oberlappen, Mittellappen, Unterlappen. Links nur Oberlappen und Unterlappen. Da ist die Lingula mit im Oberlappen drin. Und dann geht es weiter mit den Bronchien. Und dann kommt meistens ein großer Buchstabe für die Seite hin. R für rechts, L für links und dann B. Und es gibt 10 Segmentbronchien, B1 bis 10. Und dann wird spannend, wie geht es dann weiter? Die Japaner, wenn man dann Paper liest, dann steht immer dran B1AI-Alpha oder sowas. Und bei uns weiß man kaum dann Bescheid, wo das ist. Aber es geht eben so, dass die erste Aufteilung dann B1 ist, der nummerierte Bronchus. Wenn man dann weiter aufteilt, dann ist A und B die nächste Aufzweigung. Falls es eine Dreiteilung ist, geht es in C. Die nächste weitere Aufzweigung von diesem B1A wäre dann I und II. Und dann kommt Alpha und Beta, wenn man dann noch weiter auf Sub-Sub-Sub-Segmentebene geht. Und wenn man eben etwas ganz genau beschreiben will, dann ist es schon wichtig, dass man eben einheitliche Schemata verwendet und sich dann auch in der Anatomie auskennt, wie heißt es jetzt eigentlich, wo ich da bin. Und hier haben wir es in Farbe hinterlegt, wie das etwa im CT lokalisiert ist. Das wäre jetzt der rechte B1, dann nach hinten der B2 und nach vorne der B3 und so weiter und so fort. Und hier stehen dann auch noch die Ziffern dazu und dann kommt eben I und II. Und was ist jetzt vorne und was ist hinten? Das muss man natürlich auch dann wissen. Also A ist immer hinten und es geht über die Seite nach vorne, wenn man es versucht zu verstehen. Und hier wäre so ein Schema, das manche verwenden, indem man dann eben auch sehr schön das Räumliche darstellen kann. Zum Beispiel, wenn man auf die Unterlappengruppe schaut, dann ist es eben typisch, dass 8, 9 und 10 so hintereinander wegliegen. Und da könnte man dann sogar noch die Befunde einzeichnen. Und so geht es natürlich durch alle Bronchien durch. Und das andere, was heutzutage noch spannend ist, ist natürlich, was ist außenrum um die Bronchien, weil wir ja mittlerweile mit dem E-Bus ein Instrumentarium haben, wo wir eben neben die Bronchialwand stechen können. Und dann sind natürlich die Gefäßstrukturen extrem wichtig. Früher war das auch wichtig und da sehen Sie hier so in der Mitte an der Hauptcarina eine grüne Markierung. Das war der Bereich, wo man an der Hauptcarina gefahrlos einstechen darf, wenn man keinen Ultraschall nimmt. Wenn man die Methode flexibel zusammenfasst, dann ist es eben in Lokalanästhesie die Standardmethode mit Sedierung. Entweder wir nehmen Dormicum oder man nimmt Propofol, wenn man die entsprechenden Vorsorgeregeln beachtet. Man führt es in der Regel unter Spontanatmung durch. Wir haben flexibles Instrumentarium und wählen in der Regel den nasalen Zugang, weil dann keiner drauf beißen kann. Der orale Zugang ist die Alternative, wenn die Nase nicht passabel ist. Und wir können das natürlich auch über Tubus und Larynxmaske machen. Wir haben einen geringeren Aufwand, eine geringere Belastung, technisch einfacher und die Untersuchung ist bis weit in die Peripherie möglich. Die Nachteile sind, es sind kleinere Biopsien, schwierige Sichtverhältnisse können sein, wenn man nicht wischen kann und Ähnliches und die Beherrschung von Komplikationen ist schwerer. Und in der Regel wird eben bei der starren Bronchoskopie über das starre Rohr beatmet. Hier hat man den Beatmungszugang, zum Beispiel beim Storzrohr, der Teil bleibt offen. Und hier ist noch ein Prisma drin, was man eigentlich gar nicht braucht, wenn man jetzt mit dem Flexiblen durchgeht. Aber damit kann man diese Öffnung zusätzlich verschließen. Wenn jetzt eben in der Beatmung Schwierigkeiten auftreten, dann muss man ja die Leckage minimieren.
Und dann gibt es eben auch verschiedene Methoden. Ich weiß nicht, wie es in jeder Klinik gemacht wird. Sitzt der Patient oder liegt der? Bei uns liegt er in der Regel auf dem Rücken. Wo steht der Bronchoskopiker? Es gibt manche, die stehen am Kopf, manche kommen von seitlich, manche von vorne. Und der Weg ist eben auch durchaus unterschiedlich. Bei uns liegt der Patient, der Bronchoskopiker steht hinter dem Patienten und wir wählen in der Regel den nasalen Zugang. Und dann kann man das eben in verschiedener Weise weiter kombinieren. Entweder als Einstandard Lokalanästhesie Sedierung, das wäre die Routine. Der andere Punkt wäre starr flexibel kombiniert unter Vollnarkose mit Jetventilation. Hier haben wir aber dann spezielle Indikationen. Und dazwischen gibt es so ein Feld, da kann man mit dem Flexiblen Verschiedenes kombinieren. Und das ist so ein Potpourri, so eine Mischung aus schwierigen Intubationssituationen, die natürlich für die Leute, die in der Anästhesie hauptsächlich sind, interessant sind. Also hier gibt es verschiedene grausame Situationen fürs Intubieren. Wichtig ist natürlich, dass man sich da vorher im Klaren ist und ein Bild macht, wie kann das überhaupt gelingen. Und wir haben für die starre Intubation eben so ein ganz typisches Risikoprofil. Das wäre der sehr korpulente Patient, der praktisch keinen Hals hat. So der bayerische Hals, wem Franz Josef Strauß noch was sagt. Das wäre so der typische Mensch, der dann ja auch im Wald Notfall intubiert werden musste und dann gestorben ist, weil das nicht gelang. Dann so eine typische Risikosituation kann sein ein HNO-Tumor in der Vorgeschichte mit einer Vorbehandlung, dass das alles steif ist und so weiter oder dass der noch wächst. Dann die mangelnde Reklination des Nackens. Man muss gar nicht so weit überstrecken, aber das kann hinderlich sein und dann eben auch Anästhesiebesonderheiten. Wenn man solche Schwierigkeiten erwarten kann, dann ist es oft hilfreich, dass man mit der Anästhesie spricht und dann so eine Wachintubation abmacht zur Sicherheit, dass der Patient noch spontan atmet, nur leicht sediert ist und dass man dann eben den Tubus über das Bronchoskop schiebt und dann unter sich mit dem Bronchoskop intubiert. Dann vermeidet man, dass man in Notfallsituationen kommt, wo man keinen Ausweg mehr hat. Bei der starren Intubation muss man eben bestimmte Schritte beachten, wenn man Schwierigkeiten hat. In der Regel geht man dann auf dünnere Rohre, weil die dann eben sich weiter anheben lassen. Man muss Hilfe holen und kann natürlich jederzeit auch zurück zur Maske oder zu irgendeiner Form der Luftbrücke oder heutzutage auch zur Larynxmaske. Man sollte eben, das habe ich schon gesagt, dann immer das Ganze planen und dann auch darauf eingestellt sein, dass es Schwierigkeiten geben kann. Sehr hilfreich ist heutzutage die Larynxmaske, besonders auch in der Kinderbronchoskopie. Und da gibt es eben zunehmend Leute, die das darüber dann auch machen. Und der Vorteil der Larynxmaske ist eben, die ist viel leichter und in einer Notsituation auch schneller zu platzieren als jetzt eine schwierige Tubusintubation. Jetzt so ein paar Folien allgemein zur Indikationen der Bronchoskopie. Wir haben die Abklärung bronchopulmonaler Symptome wie Husten, Auswurf, Atemnot. Wir haben die Abklärung unklarer Röntgenbefunde. Der klassische Befund wäre eben der Schatten, das Infiltrat, möglicherweise Gerüstveränderungen, ein Rundherd oder ein Atelektasebefund. Dann kann man immer erwarten, dass man eventuell auch im Bronchialsystem direkt was sieht. Dann ganz allgemein ist der Verdacht auf ein Lungenkarzinom natürlich eine Hauptindikation. Man sollte immer, bevor man an der Lunge operiert, die Bronchien nachgeschaut haben. Die Bronchografie ist heutzutage kaum mehr eine übliche Indikation. Dann ein ganz wesentlicher Punkt natürlich zur Materialgewinnung, ganz allgemein, also Biopsien oder auch nur eine bakteriologische Fragestellung. Und dann ein
weiterer Punkt als Hilfsmittel bei einer schwierigen Intubation oder wie es viele eben kennen, wenn man die Punktionstracheotomie standardmäßig macht, dann verwendet man ja auch eine Bronchoskopie dazu. Dann gibt es die ganzen therapeutischen Indikationen. Die einfachste wäre eben die Sekretverlegung, die Absaugung, aber dann schon viele schwierigere Sachen wie Hämoptoe, also die schwere Blutung der Fremdkörper, Rekanalisationen oder Stent-Implantationen, Afterloading oder Laserapplikationen und heutzutage auch das ganze Feld der Emphysem-Therapie mit Ventilen hauptsächlich. Kontraindikationen zur Bronchoskopie wäre die schwere respiratorische Insuffizienz, eine vorbestehende kardiale Dekompensation, ein Myokardinfarkt, eine massive Gerinnungsstörung, da sollte man sehr zurückhaltend sein. Allgemein bei einem sehr, sehr schlechten Allgemeinzustand, wenn die Bronchoskopie jetzt nichts Wesentliches beitragen kann, dann würde man darauf verzichten. Und das ist so ein ähnlicher Punkt, die fehlende therapeutische Konsequenz. Voraussetzungen sind eben die Qualifikation natürlich des Untersuchers. Dann braucht man entsprechendes Personal wie den Florian und seine Leute. Dann braucht man die örtlichen Gegebenheiten, schöne Untersuchungsräume. Man braucht auch einen Aufwachraum und man hat natürlich die ganzen Gerätevoraussetzungen für Monitoring, Durchleuchtung bei uns auch, Beatmung und die Bronchoskope mit dem Zubehör. Es gibt zwei Hauptkomplikationen der Bronchoskopie. Die eine wäre eben die Blutung. Die Blutung kann von peripher sein oder von zentral. Das macht einen enormen Unterschied. Wenn man jetzt zum Beispiel einen zentral wachsenden, blutenden Tumor hat, wird man anders vorgehen als bei der Herdbiopsie, wenn da von peripher plötzlich die Blutung einsetzt. Die zweite Hauptkomplikation ist der Pneumothorax. Bei der transbronchialen Biopsie beispielsweise kann der passieren oder in der Beatmungssituation. Sehr selten passiert er mit Nadeln, was man eigentlich im Kopf hätte. Und dann braucht man eben seine entsprechenden Strategien. Man muss darauf vorbereitet sein, auf solche Notfallsituationen, dass man dann das Richtige macht. Bei der Materialentnahme braucht man heutzutage vor allem immer gutes Material, viel Material. Daran muss man sich natürlich orientieren. Gerade in der ganzen Tumordiagnostik wird ja sehr viel aus dem Tumorgewebe weiter untersucht. Drum sind da immer mehr heutzutage noch die Menschen gefragt, die da Material entnehmen. Und in der Regel ist es schon die Histologie, den Zeiger sehen Sie leider nicht, die Histologie, die da eine wesentliche Rolle spielt. Hier ist das alles in so einem alten Schema ein bisschen zusammengefasst. Die Routine-Diagnostik bei uns wäre die Lavage, also die Bronchiallavage, nicht die BAL. Die wird nur bei gezielter Fragestellung eingesetzt. Dann die Schleimhautbiopsie mit einer Krokodilzange und die transbronchiale ebenfalls mit einer Krokodilzange und die transbronchiale Nadelaspiration heutzutage meistens mit EBUS begleitet. Und manchmal kann man dann noch die starre Zange nehmen. Das läuft auch nicht. Doch, da läuft es. Und kann dann größere Biopsie nehmen. Das ist eben eine Zusatzoption, wenn man die starre Bronchoskopie zur Verfügung hat. Sie haben gesehen, wie man übers Rohr geht. Und dann kann man sogar in den Oberlappen hineingreifen und sich da Gewebe holen, wenn das gebraucht wird. Braucht man aber heute fast immer weniger, weil man eben mit den flexiblen Instrumenten und unserer Kombinationsmethode sehr weit kommt. Ein wesentlicher Punkt ist ja die Diagnostik des Lungenkarzinoms und da haben wir eben verschiedene Ziele. Eines ist natürlich die frühe Erkennung des Tumors. Wir wollen eine definitive Histologie, eine präzise therapieorientierte Ausbreitungsdiagnostik unter anderen Berücksichtigungen noch.
Und dann soll eben dieses Tumor-Staging dazu führen, dass man den Tumor in das TNM-Schema einordnen kann. Und T wäre was, was man durch CT und Bronchoskopie erfasst. N wäre natürlich der Lymphknotenstatus. Und hier sind so verschiedene Kriterien, um zwischen den verschiedenen Stadien zu unterscheiden. Und da spielt dann auch noch ein bisschen die Autofluoreszenz bzw. das NBI eine gewisse Rolle, weil man da eben maligne Läsionen leichter differenzieren kann. Beim zentralen Tumor hat man sehr gute Chancen mit der zentralen Biopsie. Da kommt man dann auf 80% Trefferrate oder fast 90%. Und man kann das dann gegebenenfalls eben durch starre Zange oder Kryobiopsie ergänzen. Bei den Lymphknoten spielt die Größe eine Rolle. Je größer ein Lymphknoten, desto wahrscheinlicher ist er befallen. Aber bei weitem nicht jeder ist befallen. Und da haben wir eben jetzt dieses Zusatzinstrument, den EBUS, mit dem man unter Ultraschall sieht, sehr gut sich orientieren kann. Zuerst mal über die zusätzliche Optik, dann wird der Lymphknoten dargestellt, kann in seiner Qualität beurteilt werden und dann kann er unter direkter Sicht, Sie sehen hier die Nadel, wie die in den Lymphknoten geht, biopsiert werden und wir kommen dann auf so Trefferraten um 90%. Die Nadel spielt eine zentrale Rolle, weil damit verschiedene Biopsieverfahren möglich sind. Und das Ganze hängt natürlich noch davon ab, wo ich hin muss, wo die Struktur liegt, die ich erreichen will. Und mit dem EBUS kann ich natürlich nur das machen, was jetzt über die Bronchien erreichbar ist. Drum wird heutzutage auch oft eine kombinierte endosonografische Diagnostik gemacht, indem man auch das Bronchoskop in den Ösophagus einführt. Beim peripheren Herd geht es dann viel mehr an die Kombinationen der solitäre pulmonale Knoten, Solitary Pulmonary Nodule, das wäre was für die erweiterte Bronchoskopie. Und da spielt heutzutage die EBUS-Minisonde eine ganz wesentliche Rolle, neben verschiedenen zusätzlichen Möglichkeiten wie der virtuellen Bronchoskopie und der Navigation. Und hier sieht man, wenn es läuft, nein, läuft leider wieder nicht, mit der Minisonde kann man dann eben so einen Herd sehr gut detektieren. Und wenn man den erreicht, dann hat man eben auch direkt mit der Zange an derselben Stelle die beste Trefferquote. Beim peripheren Herd werden noch ganz viele verschiedene Verfahren zusätzlich eingesetzt. Auch von transthorakal besteht eine zusätzliche Biopsiemöglichkeit und damit kann man eben die Herde weitgehend klären. Allgemein kann man sagen, es gibt typische Bronchoskopie-Komplikationen. Da spielen Risikoprofile eine wichtige Rolle. Eine Vermeidung ist möglich. Man muss effektiv handeln. Das kann trainiert werden. Und fatale Abfolgen sollten vermieden werden. Zum Beispiel, wenn man diesen Befund anschaut, da drängt sich eine Verdachtsdiagnose auf. Das ist ein Karzinoid. Und da kann es eben massiv bluten und da sollte man dann vorsichtig sein, weil das ist eine Situation, die will man eben nicht in der Bronchoskopie haben, dass man nur noch rot sieht. Und der letzte Punkt sind die verschiedenen Interventionen. Hier spielt eben wieder eine große Rolle die starre Bronchoskopie und da gibt es so ein Ablaufschema von Bolliger. Man kann sich erstmal orientieren, wenn es kein Notfall ist, mit der flexiblen, aber wir arbeiten dann sehr gern mit der starren Bronchoskopie und können dann eben nachschauen, was für eine Stenose ist es. Drückt es nur von außen? Ist es der gemischte Typ, wo intraluminal was wächst? Dann müssen wir die intraluminale Komponente behandeln. Wenn das nur von außen drückt, dann wird natürlich von innen gegengedrückt. Das wäre das einfache Prinzip des Stents. Da waren jetzt verschiedene feine Methoden, um das Lumen aufzukriegen. Da würde man Laser oder Argonbeamer oder Elektrokoagulation verwenden. Das hängt sehr stark von der individuellen Erfahrung ab.
Wenn man in das Dia reinschaut, dann sieht man hier, dass es relativ egal ist, welche Methode man anwendet. Wenn man die beherrscht, dann hat man immer gute Ergebnisse, gute Erfolgsraten. Bin gleich durch. Und das wären jetzt noch mal ein letztes Dia zum Stent. Und da wäre es ein ganz feiner Stent, nämlich ein schöner Y-Carina-Stent auf der Oberlappen-Carina links, wo man normalerweise gar nicht mehr richtig hinkommt. Das gibt es mittlerweile als Standardmethode, dass man hier auch sogar einen kleinen Y-Stent so weit peripher einsetzen kann. Ein Ding fehlt mir noch. Moment, das wäre eben der alte starre Stent. Das wäre der Silikonstent, den man dann über das starre Instrumentarium platziert. Und dann gibt es natürlich auch die wilden Komplikationen bei den Metallstents. Hier ist es ganz anders als da. Das ist so ein schicker, gebrochener Metallstent. Da sieht man, der Patient hat 10.000 Mal gehustet, dann bricht er entlang einer Linie, wenn der sehr lange drin liegt. Und dann ist es sehr, sehr mühsam, dieses Teil wieder zu entfernen. Das ist so der Mega-GAU von den Komplikationen. Zusammenfassend will ich sagen, Sie haben gesehen, man kann sehr viel machen. Man braucht da sehr viel Erfahrung. Man braucht ein gutes Team. Man braucht die guten Instrumente und die Dinge dazu, zum Beispiel die Stents, dann kann man sehr erfolgreich sein. Und wenn man beides gut beherrscht, dann hat man natürlich die besten Voraussetzungen. Vielen Dank. So. Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Stanzel, für den umfassenden Überblick zum Thema Bronchoskopie. Sind hier im Raum noch Fragen zu dem Thema? Ja. Die Frage aus dem Saal ist, was mache ich bei einer akuten Notfallblutung zum Thema Bronchoskopie? Es hängt davon ab, wie schwer ist die Blutung. Das ist ein Punkt. Es gibt eben die Hämoptysen. Wir unterscheiden Hämoptysen von Hämoptoe. Hämoptysen ist ein bisschen Blut. Das ist nicht bedrohlich, da muss man zwar schauen, woher das kommt, aber das ist keine Notfallsituation. Wenn der Patient richtig Blut hustet, das kann sein, wie wenn der Wasserhahn aufgemacht wird, dann ist es eine dramatische Situation und dann hat man auch ganz schwer, kann man was machen. Und da in dem Spektrum bewegt man sich. Der zweite Punkt ist, was habe ich verfügbar? Bin ich in der Klinik, wo ich nur einen Tubus und ein flexibles Bronchoskop habe oder habe ich hier das komplette Spektrum vom starren Rohr bis zum flexiblen Bronchoskop und einer trainierten Anästhesie. Und danach muss man eben entscheiden, wenn man jetzt in der peripheren Klinik ist, die nicht so viele Instrumente hat, die auch nicht so viel Übung mit der Situation hat, dann wird es wahrscheinlich sein, dass man die üblichen Grundsätze beachtet, Oberkörper hoch, Sauerstoff ran, beruhigen, Hilfe holen. Und dann würde ich einen möglichst einfachen Tubus nehmen, den man garantiert platzieren kann, oder eine Larynxmaske. Und dann kann man erstmal die Notfallsituation versuchen zu beherrschen. Die Frage ist, ob man Blutstillung braucht oder nicht. Bei den kleineren Blutungen braucht man keine Blutstillung. Da muss man nur das Blut möglichst beseitigen, weil das Hauptproblem bei der Blutung ist, dass die Bronchien relativ schnell volllaufen können und dann ist nicht der Blutverlust im Gegensatz zur Gastroenterologie das Problem, sondern die Verlegung und das Ersticken am Blut und deshalb muss das Blut beseitigt werden, zumindest von einer Seite und von der Trachea. Ein anderer Punkt ist noch, dass manchmal das Blut selber stockt, dass es gerinnt und dass es zu einer Eigentamponade führt, dann würde ich niemals den Thrombus entfernen, wenn es auf einer Seite ist, sondern würde die andere Seite sauber halten und das erstmal in Ruhe lassen. Und dann hat man die Notfallsituation beherrscht und dann kann man weiter überlegen. Das wäre so ein ganz kurzer Überflug über die Blutung als Notfall.
Also die Frage kam mir halt bei einer BAL, wie man da für das Recovering, also für die Rückgewinnung der Spüllösung, eine optimierte Lösung ansieht. Oftmals ist das Problem, dass halt da die Flüssigkeit, die reingegeben wurde, nicht wieder zurückgeführt wird und wie da der Lösungsvorschlag von Ihrer Seite ist. Da gibt es ganz verschiedene Methoden. Auch bei uns im Haus gibt es Anhänger vom einen oder vom anderen. Also ich mache zum, also man hat eine standardisierte Menge. Bei uns sind es 100 Milliliter, 5 20er Spritzen. Dann sauge ich selber zum Beispiel von Hand am liebsten ab, weil ich dann eben das steuern kann, wie stark ich sauge. Ich verwende auch keinen Katheter, wie viele verwenden. Ich gehe einfach mit dem Bronchoskop in Wedge-Position und versuche dann durch so kleine Manipulationen die optimale Position zu finden. Ein Recovery von 30-40% ist normal. Man gewinnt nicht häufig 60-70%. Und es gibt schon relativ viele Patienten, wo man sich auch ziemlich schwer tut. Das sind eben die mit den kolaptischen Atemwegen. Es sind Patienten mit schwerer COPD und anderen Dingen. Da wird man sich immer schwer tun. Und dann kann es auch mal sein, dass man einfach nur 10 Milliliter oder sowas zurückgewinnt. Das muss man dann akzeptieren. Man kann dann noch mal 1-2 Spritzen dazugeben, um die Menge zu erhöhen zu seinen 100 Milliliter. Aber arg viel mehr würde ich dann nicht mehr geben, sonst wird es zu viel. Das wäre so grob die Abschätzung, wie man es machen kann. Dann würde ich ganz gerne noch eine Frage aus dem Chat rausstellen. Und da geht es darum, wenn man die Kombination flexibles Endoskop mit dem starren Endoskop kombiniert, kam die Frage, dass häufig Defekte am distalen Ende des flexiblen Endoskopes auftreten. Haben Sie da irgendwie im Rahmen der Schadensprävention etwas? Man hat hier schon mitbekommen, dass eine Kollegin einen Bronchoflex, also so einen quasi flexiblen Tubus, anstatt einen starren Tubus nahm. Wie sieht das hier bei Ihnen aus? Haben Sie da Probleme mit Schaden am distalen Ende von flexiblen, wenn Sie die Kombination mit dem starren Endoskop nehmen? Das Problem kann auch am Tubus auftreten. Das Hauptproblem ist, wenn es zwischen dem Rohr oder Tubus und dem Bronchoskop zu so einer Verkeilung kommt, dass man das Bronchoskop quasi so gerade noch so am Rande durchschiebt und dass dann die Kante entweder vom Tubus oder vom Bronchoskop auf den Außenmantel des Gerätes trifft. Das heißt, man sollte immer Vorkehrungen treffen, dass diese Situation nicht eintritt. Und das kann ich eben beim starren Rohr besser vermeiden, indem ich schaue, das starre Rohr ist ja so schräg geöffnet und ich muss die Öffnung optimal platzieren, dass ich immer möglichst sauber rausgleiten kann und dass nie so eine Verkeilung entsteht von dem flexiblen Gerät. Und das kann eben auch beim EBUS zum Beispiel, wir machen ja sehr gerne die EBUS-Bronchoskopie über das Starre. Da sind eben die distalen Schäden durchaus bei den Anfängern häufig. Und das muss man einfach lernen, dass man diese Situation vermeidet. Grundsätzlich glaube ich nicht, dass man es über einen flexiblen Tubus vermeiden kann, weil dann eben das gleiche Problem ist und ich kaufe mir andere Nachteile ein. Das würde ich nicht tun, wenn ich starr kann. Okay, vielen Dank für diese Information. Sind sonst noch Fragen hier im Raum? Ulrike, hast du noch eine Frage? Ist dir noch irgendwie was? Ja, wenn Sie mal kurz zusammenfassen können, weil viele haben ja Angst vor der starren Bronchoskopie, was für Sie jetzt wirklich die Vorteile sind. So wie ich das jetzt verstanden habe, ist es für Sie hauptsächlich, dass Sie die potenziellen Komplikationen besser handeln können, wenn Sie mit dem starren Bronchoskop arbeiten? Das Erste ist eben, ich habe einen narkotisierten, schlafenden Patienten eine ruhige Situation. Das kann ich natürlich auch über den Tubus machen und so weiter, aber das ist die Grundsituation. Das Zweite ist, ich kann mit dem starren Rohr intubieren und manipulieren und ich habe eine
Beatmung über das starre Rohr. Also ich werde keine Beatmungsprobleme oder weniger, es gibt auch Situationen, wo das schwierig sein kann, aber ich werde viel weniger Beatmungsprobleme bekommen oder Entsättigungen oder sowas, was dann eben beim Biopsieren sehr stark stören würde. Und dann kann ich eben verschiedene Instrumente durch das starre Rohr einführen. Ich kann immer wieder raus und reingehen, kann putzen, kann beim EBUS zum Beispiel gehen wir nach jeder Punktion raus und wieder rein und oder nehmen dann eben die Nadel raus. Das kann man unterschiedlich machen. Man kann auf jeden Fall sehr viel besser diese verschiedenen Dinge anwenden, die ich brauche. Und wenn ich jetzt sehe, ich brauche ein dünneres Gerät, dann lasse ich mir das einfach geben und muss nicht neu intubieren oder Ähnliches. Das sind die entscheidenden Vorteile. Und wenn es tatsächlich mal blutet, dann kann ich eben direkt handeln und dann habe ich natürlich einen idealen Zugang mit dem starren Instrumentarium. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass das jeder lernen muss oder können muss, weil das ist illusorisch. Man muss sich dann halt an die Situation anpassen, wenn man so Ähnliches macht. Und es hängt halt auch schon sehr stark von den Fragestellungen ab. Wir haben natürlich ganz andere Fragestellungen, viel kritischere Fragestellungen oft, wo man das halt dann nutzen kann. Und wenn man jetzt nur eine normale Broncho macht, dann wird es nicht so sehr die Rolle spielen. Das ist schon ein großer Unterschied. Aber wenn ich jetzt flexibel intubiere, habe ich trotzdem nicht die Vorteile, wie ich sie bei der starren hätte. Genau, weil der Tubus, der bewegt sich, der ist kein starres Rohr. Ich muss den Tubus verschließen, ich mache eine ganz andere Beatmung, dann gibt es an dieser Kappe wieder Probleme. Das ist eine ganz andere Situation. Wenn man da stark gearbeitet hat, sieht man ganz andere Vorteile und Möglichkeiten. Das ist wahrscheinlich zu theoretisch, wenn man sich das alles vorstellen will, aber das spielt schon eine große Rolle. Ja. Hier ist noch eine Frage zur Lokalanästhesie reingekommen. Was eine adäquate topische Lokalanästhesie ist, wenn der Patient keine Intubationsnarkose erhält, die Inhalation, die Anwendung von einem Spraykatheter oder die Kombination aus beidem? Weder noch. Ich mache Spray as you go, heißt es. Also sprühen Schritt für Schritt. Wir verwenden auch keine Lokalanästhesie mehr, vorher inhalieren. Das kann man mal in einem schwierigen Fall vielleicht machen. Ich gehe mit dem Bronchoskop, wir gehen nasal rein, dann gibt es die erste Portion auf die Stimmritze. Das sind 3-4 Milliliter Lidocain oder Xylonest 0,1%. Dann gehe ich durch die Stimmritze durch, mache eine erste Portion in die obere Trachea, gehe weiter, spray as you go, mache eine dritte Portion in die distale Trachea. Dann muss man überlegen, ob man Bakteriologie machen will. Da sollte man dann spätestens aufhören und erst die Bakteriologie absaugen, weil das eben stört manchmal, dieses Lokalanästhetikum. Und dann mache ich nochmal rechts und links eine Portion rein und dann ist in der Regel alles sehr gut anästhesiert. Und das ist in meinen Augen die einfachste und beste Methode, um das gut adäquat hinzukriegen. Die Frage ist hier noch, Xylonest 0,1% oder 1%? 1%, ja, habe ich falsch gesagt. 1%, ja. Das wäre sehr dünn. Okay, dann sage ich herzlichen Dank für die Beantwortung der vielen Fragen zum ersten Themenblock und darf dann überleiten an den Herrn Dr. Hadebusch, der uns die Zusammenhänge zwischen Bronchoskopie und Covid näher bringen wird. Okay, schönen guten Tag. Ja, Florian hat mich gebeten, so ein bisschen was zu Bronchoskopie und Covid zu erzählen. Ich werde auf die Kombination eingehen. Ich werde nachher noch allgemein was zu Covid oder zu den aktuellen Entwicklungen erzählen. Ich fange aber an mit ein bisschen Geschichte.
Ja, die erste SARS-CoV-2-Infektion oder die ersten SARS-CoV-2-Infektionen sind wahrscheinlich so im Herbst 2019 in Wuhan in China entstanden. Also da wurden die ersten Patienten infiziert. Das war am Anfang gar nicht so klar. Das ist alles retrospektiv rausgekommen. So richtig bekannt geworden, Sie erinnern sich vielleicht, ist das ja so Dezember 2019. Ja? Und jetzt von heute, aus der heutigen Sicht betrachtet, kommt mir das extrem lang vor. Das sind aber bloß 2 Jahre, muss man sagen. Ja? Und zu der Zeit habe ich das ehrlich gesagt noch nicht so wirklich ernst genommen. Und auch als so der erste infizierte Patient in Deutschland, das war Ende Januar 2020 hier war, habe ich immer noch gedacht, na, das wird so wie SARS und MERS, also SARS-1 und MERS und Ebola sein. Große Aufregung, aber dann passiert eigentlich nicht wirklich viel. Und da habe ich zumindest noch die Hoffnung gehabt, gibt so ein paar Patienten, das war ja bei SARS und bei SARS, MERS gar nicht, MERS haben wir gar nicht gesehen, aber SARS und Ebola, kam auch so 1-2 Patienten, die wurden aber extra transportiert. Und ehrlich gesagt, die Realität hat uns irgendwie was anderes gezeigt. Unten sehen Sie, genau, das war der erste Patient, ne, in Deutschland. Und das sind jetzt WHO-Daten. Das sind die kumulativen Inzidenzen. Also Sie sehen, hier sind wir heute, ja, 2021, 2022. Und so, wie ich mir das vorgestellt habe, war das gar nicht. Ja. Und man war, oder ich war dann irgendwann, als klar war, was passiert hier, war ich auch ziemlich verunsichert. Ich bin Oberarzt hier auf der Intensivstation, habe die seit 2019 auch eigentlich durchgehend betreut. Und uns war, ich weiß nicht, Ihnen ging es wahrscheinlich ähnlich, uns war nicht so ganz klar, was passiert da. Ne? Kommt jetzt die große Welle an Patienten und das Gesundheitssystem bricht zusammen und wir müssen triagieren. Das ist zum Glück ja nicht so gekommen. Was gut war, und gucken Sie sich an, 18. März, ne, das ging relativ schnell, da kam die Empfehlung der Sektion Endoskopie der DGP schon raus, Empfehlung zur Durchführung einer Bronchoskopie in Zeiten der Covid-19-Pandemie. Also da war eigentlich schon klar, das wird was Weltweites. Und ich gehe das mal kurz durch, also ich habe mich gefreut, dass so schnell man schon da was zu sagen konnte. Und das ist eigentlich, was heute auch übrig geblieben ist, für mich immer noch. Im medizinischen Bereich sind da einige Sachen super schnell vorangegangen. Und die Reaktion war auch super schnell. Und die Empfehlung, und wir gehen mal durch und wir können vielleicht auch mal entscheiden, was ist denn aus heutiger Sicht sowieso völlige Normalität. Ja. Also strenge Indikationsstellung zur Durchführung von Bronchoskopien, Elektiveingriffe sollten verschoben werden. Das gilt ja im Prinzip für die infizierten Patienten. Wir haben zum Glück im Augenblick gar nicht so viel. Das gilt ja so immer noch. Ne? Reduktion der Mitarbeiter, Bronchoskopiker, Bronchoskopieassistenz, Anästhesie-Team auf ein Kernteam, die alle Eingriffe des Tages durchführen. Das weiß ich gar nicht, ob alle Eingriffe des Tages ein Kernteam macht. Nochmal dazwischen geschoben, es ging ja hier bei den Empfehlungen vor allen Dingen darum, uns selber zu schützen. Ja? Dieser Zusammenbruch des Gesundheitssystems, das war ja eigentlich aus 2 Gründen befürchtet. Einmal, es kommen extrem viele Patienten, das konnte man nicht einschätzen. Wie krank sind die? Das war da überhaupt noch nicht klar. Und das zweite ja, infizieren wir uns, ja, und fallen wir der Reihe nach aus? Und es war am Anfang zumindest gar nicht so dramatisch, dass ich kann mal rumfragen, wie hoch ist der Krankenstand bei Ihnen oder war das in den letzten Wochen? Da war es ja mehr als am Anfang der Pandemie eigentlich. Ja. Hat aber was mit den verschiedenen Varianten zu tun und auch mit Impfung und Schutz durch Impfung. Das war hier ja gar nicht klar. Also ganz am Anfang war ja an eine Impfung überhaupt gar nicht zu denken, muss man sagen. Und deshalb war eigentlich alles darauf ausgerichtet, dass man uns und auch die Mitpatienten vor weiterer Infektion schützt. Nutzung von Einmalschutzkitteln, einmal Handschuhe, Mund-Nasen-Schutzmaske, alle Anwesenden im Untersuchungsraum, das ist sowas von normal geworden inzwischen. Und jetzt kommen auch noch so Empfehlungen rein, die einem heute ein bisschen merkwürdig vorkommen, oder mir zumindest. In Regionen mit hoher Covid-19-Prävalenz, das war es nachher irgendwann dann ja in jedem Gebiet,
Nutzung einer personenbezogenen FFP2-Maske auch bei Bronchoskopie nicht verdächtiger Patienten. Das ist, denke ich, Standard geworden. Ja, und über der FFP2 macht man sich im Augenblick keine Gedanken mehr. Ja, man überlegt noch, ob man FFP2 oder FFP3 aufsetzt. Und hier auch nochmal der Hinweis, wechseln nur, wenn die Maske beschädigt, beschmutzt oder feucht geworden ist. Das war natürlich geschuldet auch dieser Unklarheit über die Versorgungssituation. Ja? Also wenn Sie sich daran erinnern, am Anfang war ja so ein bisschen die Befürchtung, wir bekommen diese persönliche Schutzausrüstung, bekommen wir gar nicht. Also Kittel, Handschuhe, FFP2-Masken, es gab ein Riesenproblem. Handschuhe weiß ich noch, bei uns waren verschiedene Größen auf einmal weg. Ja, und ich habe L und musste mit M arbeiten. Dachte, ich habe kein Gefühl mehr in den Fingern. Das hat sich ja alles inzwischen normalisiert. Aber gerade am Anfang war das ja auch eine große Bedrohung. Ne? Also wie soll man sich schützen, wenn man die persönliche Schutzausrüstung nicht hat? Ist, denke ich, heute kein Thema mehr. Die Preise sind durch die Decke gegangen und teilweise hatten die Krankenhäuser auch wirklich Probleme, das zu beschaffen. Berücksichtigung der RKI-Richtlinie zum An- und Ablegen der Schutzmaske. Also es musste nochmal darauf hingewiesen werden, wie legt man die denn ordentlich an? Ich weiß nicht, ob Sie die Empfehlungen mal gesehen haben. Das ist ja schon ein besonderes Vorgehen. Ich glaube, das hat sich heute auch schon so ein bisschen relativiert, weil diese Schmierinfektion, man hat ja auch befürchtet, dass man sich so wie bei anderen grippalen Infekten über so eine Schmierinfektion infiziert. Das ist, glaube ich, mehr oder weniger vom Tisch. Das ist zwar noch relevant, aber das, was uns interessiert und was oder wie es übertragen wird, ist ja heute insgesamt eher das Aerosol. Ja, da komme ich aber gleich noch drauf. Und dann Nutzung einer personenbezogenen Einmalschutzbrille nach Aufbereitung auch an Folgetagen verwendbar. Also der Hinweis darauf, dass man das wirklich nochmal benutzen kann. Und ich muss zugeben, am Anfang war das bei uns auch ein Problem. Es war rar gesät. Ich weiß nicht, ob Sie die Taucherbrillen noch kennen. Wir hatten die. Damit kann man, also ich kann damit nicht arbeiten, muss ich ganz klar sagen. Haben wir aber immer noch. Ist auch für diese hochinfektiösen Erkrankungen, auch Ebola, da war es ja noch ein bisschen anders und ein bisschen dramatischer, ist es auch empfohlen, aber das ist schon eine extreme Behinderung. Aber es wird nochmal darauf hingewiesen, ne, nach Aufbereitung auch an Folgetagen verwendbar. Und ich muss zugeben, ich habe mir damals im Baumarkt eine Schutzbrille, Handwerkerschutzbrille gekauft, die habe ich heute noch und die habe ich mehrfach desinfiziert. Ja. Und dann, jetzt kommen wir noch mal ein bisschen mehr zur Bronchoskopie. Herr Stanzl ist darauf eingegangen. Starre Bronchoskopie mit Jetventilation, soweit medizinisch vertretbar, durch geschlossene Beatmungssysteme, Tubus-Larynx-Maske ersetzen, war die Empfehlung. Falls starre Bronchoskopie unvermeidbar, dann Nutzung mit konventioneller Beatmung und Reduktion des Austritts von Aerosol, zum Beispiel mittels Fluvog-Aufsatz, manche nennen es Mainzer Adapter, sehen wir gleich noch, oder Swivel-Connector. Und bei flexiblen Bronchoskopien transnasalen Zugang bevorzugen und zusätzliche Nutzung eines geschlitzten Mund-Nasenschutzes für den Patienten. Das wird dann auch mit Bildern untermauert. Ja, ich weiß gar nicht, also heute machen wir es sicherlich nicht mehr so, haben wir es damals regelmäßig gemacht. Das hier ist dieser Fluvog-Aufsatz bzw. Mainzer Adapter. Das ist ja bloß eine Verbindung zum Beatmungsgerät und oben mit einer Schleuse, mit einer Silikonschleuse, die das abdichtet. Und hier der geschlitzte Mund-Nasenschutz. Ja. Also damals hat man sich schon Gedanken gemacht, weil auch, wie gesagt, wir wussten nicht, was auf uns zukommt. Und in der Folgezeit, das ist jetzt schon ein bisschen jünger von 2021 und das hat mich unter anderem mehr betroffen, weil auf der Intensivstation, der Klassiker ist ja, Patient kommt auf die Intensivstation, kriegt erst Sauerstoff, dann Highflow, dann NIV, muss dann intubiert werden und da war am Anfang auch eine große Unsicherheit und die Empfehlungen waren ja immer so weit weg wie möglich vom Patienten zu bleiben und man hat sich einfach Gedanken gemacht, wie kriegt man diese Aerosolbelastung reduziert. Und da kamen dann so Sachen raus wie so ein Intubationskasten. Ja. Wenn man das regelmäßig macht, dann ist das wahrscheinlich durchführbar, aber ich denke mal, es ist schwierig, unter den Bedingungen zu arbeiten. Es gibt Videos im Netz, die das nochmal demonstrieren.
auch da ging es darum, wie schützen wir uns selber? Ja, wie schützen wir uns selber, damit wir selber uns nicht infizieren, nicht ausfallen und auf einmal die Intensivstation oder eine andere Station dicht gemacht werden muss, weil alle krank sind. Das war jetzt nochmal so was anderes. Das ist im Prinzip so ein Zeltaufbau und man wirft so eine flexible Folie drüber, die man danach entsorgen kann. Inwieweit das wirklich durchgeführt worden ist, ich weiß es nicht. Gibt es keine Untersuchungen drüber. Ich habe auch keinen gehört, der das wirklich gemacht hat. Ja. Das, merkwürdigerweise, ist das aus Indien, The Indian Journal of Tuberculosis. Das war aber jetzt nochmal was direkt zur Bronchoskopie. Und zwar ist das hier die Lokalanästhesie vor Bronchoskopie. Und dargestellt ist hier nochmal Particles, also wenn man den Patienten lokal anästhesiert im Mund durch Spray, was hier an Partikeln quasi wieder zurückkommt. Und die Empfehlung war dann, dass man das dann auch so ähnlich wie bei diesem geschlitzten Mund-Nasen-Schutz nochmal mit so einer Vorrichtung abdeckt, damit einfach die Partikel, die Flüssigkeit nicht nach vorne wegspritzt. Und genau das Gleiche ist hier nochmal dargestellt. Das war die Inhalationsanästhesie, ja, die wir halt nicht mehr machen. Und es ging immer da so ein bisschen drum, wie weit wird denn das Aerosol, die Flüssigkeitstropfen, wie weit werden die in den Raum geschleudert und kann uns das treffen und können wir uns daran infizieren? Und dann gab es, und das fand ich ganz gut, es gibt mehrere Untersuchungen zu Aerosolen, weil es hat sich ja im Prinzip inzwischen rauskristallisiert, dass die meisten Infektionen über Aerosole stattfinden. Also kleine Flüssigkeitstropfen, die beim Atmen singen, wir sehen es gleich, entstehen, die im Raum stehen bleiben, die man einatmet, die irgendwo auf die Schleimhaut treffen, über die man dann bei einer gewissen Dosis sich auch infizieren kann. Und merkwürdigerweise, es gibt ganz viele Untersuchungen zum Singen. Ich war ein bisschen irritiert, aber anscheinend ist das wirklich so eins der Sachen, wo sich relativ stark darauf konzentriert wurde. Ja. Und das ist zum Beispiel hier jetzt einmal der Vergleich, ne? Einatmbare Aerosolkonzentrationen und Partikelgrößen beim Singen, Sprechen und Atmen. Und das sind wirklich teilweise relativ aufwendige Versuchsaufbauten. Das ist hier einmal ein Beispiel, ein Analysator. Und ich weiß nicht, wer sich dann da hinstellen musste, um das zu machen. Hier ist einmal auf der X-Achse aufgetragen die Anzahl der Partikel, die bei verschiedenen Tätigkeiten ausgestoßen werden. Und das ist jetzt zum Beispiel eine Versuchsperson. Da ging es einmal darum, eine Note zu singen, ja, so mittlere Höhe, dann ganz hoch und dann Speak, also Happy Birthday sprechen, 20 Sekunden lang in verschiedenen Lautstärken. Und Sie sehen, je lauter es wird, desto mehr Aerosole werden frei. Dann noch mussten die Leute noch singen, Happy Birthday. Auch da, je lauter, ja, 50, 60 bis 90 bis 100 Dezibel und 90 bis 100 Dezibel ist extrem laut. Ja. Und je lauter, desto mehr, ja, und aber nur beim Atmen, ja, werden Aerosole freigesetzt. Was mich so ein bisschen wundert, das ist aber wahrscheinlich einfach, weil das eine Person ist, Husten ist gar nicht so hoch. Aber wenn man so die Mittelwerte aller Untersuchungen zusammenrechnet, dann kann man eigentlich sagen, beim Singen wird was freigesetzt, bei einer Note. Je lauter man singt, je lauter man spricht, desto mehr Aerosole werden freigesetzt. Je lauter man singt, desto mehr Aerosole werden freigesetzt beim Atmen und beim Husten, wie gesagt, mit am meisten. Ja. Und ich sagte ja schon, es gibt relativ viele, wenn man da einmal nachguckt, es gibt relativ viele Untersuchungen zum Singen. Warum, ist mir nicht so ganz klar. Einige Sachen sind schon nachvollziehbar, weil das zum Beispiel hier so ein Superspreading-Event war im Rahmen eines Core-Events. Ja. Also es gibt relativ viel dazu. Und das ist jetzt noch eine Studie,
es geht noch so ein bisschen weiter. Da ging es um Aerosolverteilung. Extrem aufwendig. Ja, man hat da mit Hochgeschwindigkeitskameras beobachtet, wie sich Aerosole verteilen, in welchem Abstand. Und damit man das messen konnte, wie gesagt, hat man hier noch verschiedene Messlatten aufgestellt. Die Teilnehmer, das waren Musiker aus einem Orchester, die verschiedene Blasinstrumente gespielt haben, haben dann einen Zug aus einer elektrischen Zigarette genommen, haben den Dampf eingeatmet und wurden dann mit einer Hochgeschwindigkeitskamera gefilmt. Und man guckte halt, wie weit beim Spielen der Instrumente verteilt sich dieses Aerosol. Ja. Und da sieht man hier nochmal bestimmte Belichtung, damit man es auch darstellen kann. Hier sieht man so ein bisschen, was vorne rauskommt. Und man konnte dann so ein bisschen quantifizieren beim Spielen der verschiedenen Instrumente, wo landen die Aerosole. Und daraus schlussfolgert man ja, dass die Infektionsgefahr dann dementsprechend hoch ist. Und das ist jetzt die Trompete. Aber was ist viel schlimmer, das ist dabei rausgekommen, die Querflöte, die böse Querflöte, weil da verteilt sich das Aerosol in relativ großen Bereich. Und die Empfehlung im Endeffekt, die dabei rausgekommen ist, bei Orchestern sollte, wenn die spielen, ein Mindestabstand von 1,5 Metern, den kennen wir, den von 1,5 Metern zwischen den Musikern sein, außer die böse Querflöte, die muss 2,5 Meter Abstand halten. Ja? Und man kann so ein bisschen das ja auch einschätzen, das wissen wir im Prinzip auch alle eigentlich. Ja, das potenzielle Infektionsrisiko ist einmal abhängig vom Abstand von der Infektionsquelle, das haben wir gerade gesehen. Ne? Also Trompete 1,5 Meter, Querflöte 2,5 Meter, Raumvolumen und Luftaustausch, das ist inzwischen, denke ich, auch klar. Je größer das Volumen bei anwesenden Personen, da wird ja auch immer darauf Bezug genommen, wenn es um öffentliche Veranstaltungen wie auch hier geht, je mehr sich das Aerosol verteilen kann, desto geringer ist die Dosis und desto weniger wahrscheinlich ist es, dass man sich infiziert. Und der Luftaustausch, also wenn wir jetzt einmal Durchzug machen und das kann man jetzt aufs Freie übertragen, da wird das Aerosol sofort verwirbelt und ist weg. Ja? Es hat natürlich was mit der Zeit der Exposition zu tun. Je länger Sie sich in einem Raum aufhalten mit infizierten Personen, je mehr Aerosole gebildet werden, desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie irgendwann die richtige Dosis haben, damit Sie sich infizieren. Es ist von der Viruslast und darauf, oder wir schließen auf die Viruslast ja über den CT-Wert, der jetzt auch irgendwie in aller Munde ist, seit längerem. Also je mehr Viren ein Mensch hat, ein Patient hat, desto mehr Viren kann er auch ausstoßen. Ja? Und nicht zuletzt, abhängig von der Variante. Und ich gehe da gleich noch drauf ein, Omikron, das ist ja das, was im Augenblick kursiert, ist halt infektiöser als Delta, ist infektiöser als Alpha und ist infektiöser als die Wildtyp-Variante. Ja? Also natürlich hat es was damit zu tun. Und mit der Aerosolproduktion der Tätigkeit, ich bin gerade darauf eingegangen, das ist jetzt das ist jetzt keine echte Abstufung. Ich denke, man kann aber sagen, Atmen hat weniger Aerosolproduktion als Sprechen, Singen je nach Lautstärke, habe ich ja gesagt, und Husten. Je mehr, je lauter, desto eher wird Aerosol freigesetzt. Und so auf die Medizin, auf den medizinischen Bereich, wenn Sie Sauerstoff über eine Sonde oder eine Maske geben, dann haben Sie auch eine niedrigere Aerosolproduktion oder Freisetzung als zum Beispiel bei Highflow oder NIV, also einer Maskenbeatmung. Da muss man so ein bisschen unterscheiden. Es kommt, und deshalb ist auch die Abstufung stimmt nicht so ganz, es kommt so ein bisschen bei der nicht-invasiven Beatmung drauf an, was man für Masken nimmt. Also die klassischen nicht-invasiven Beatmungsmasken, die haben Öffnungen an der Maske und es wird eigentlich kontinuierlich was abgeblasen.
Und das kann man ein bisschen umgehen, das ist auch in den Empfehlungen drin. Das sind eigentlich diese Vented-Masken. Ja. Achten Sie mal drauf, der NEV-Patient irgendwo zischt die ganze Zeit. Und ich meine jetzt nicht, dass es undicht ist, sondern dass es wirklich über bestimmte Öffnungen rausgeht. Das sind die Vented-Masken. Wenn man Non-Vented-Masken nimmt, dann sind die einfach komplett geschlossen. Es geht durch den Schlauch in die Maske, in den Patienten zurück. Und dann gibt es ein Ausatmenventil und da kann man nochmal einen Viruspartikelfilter vorschalten. Und damit, wenn die Patienten durchgehend NIV beatmet sind, wenn die Maske dicht ist, ja, sollte eigentlich kaum Aerosolproduktion stattfinden bzw. sich im Raum befinden. Ja. Und dann vielleicht flexible Bronchoskopie, wenn der Patient nicht hustet, denke ich, ist da eine niedrige Aerosolproduktion. Wenn er viel hustet, ist eine hohe Aerosolproduktion. Und starre Bronchoskopie mit Jet erwarte ich, dass es eine hohe Aerosolproduktion gibt. Mir ist aber nicht bekannt, dass das wirklich mal genau untersucht worden ist. Deshalb sage ich, man muss sich so ein bisschen dran entlanghangeln, was es an Untersuchungen gibt. Und singen wissen wir jetzt. Ja. Musizieren wissen wir anscheinend auch. So was die medizinischen Prozeduren angeht, ist das noch nicht so ganz geklärt. Ja. Das wissen wir aber, wie können wir uns davor schützen? Und das Wichtigste ist halt diese persönliche Schutzausrüstung. Und ich denke, das ist jedem in Fleisch und Blut übergegangen. Ja. Das ist natürlich der Schutzkittel, das ist natürlich das sind die Handschuhe, das ist aber vor allen Dingen der andere Schleimhautschutz, also eine Brille, Gesichtsmaske, was auch immer, und vor allen Dingen die FFP2-Maske. Und es gibt jetzt Unterschiede, FFP2, FFP3-Masken. Es wird immer unangenehmer zu tragen. Es muss aber auch unangenehmer sein, weil FFP2, FFP3 sagt ja bloß aus, wie viel Luft wird gefiltert. Ja? FFP2 95%, FFP3 99%. Da sehen Sie, der Unterschied ist nicht so groß. Bei den Infizierten sollte man die FFP3 natürlich aufsetzen, weil man so viel, also bei den infizierten Patienten mit Aerosolproduktion, ich bin der festen Überzeugung, und so mache ich es auch, eine gut sitzende FFP2-Maske, also sprich, die wirklich abgedichtet ist. Und da ist es halt extrem wichtig, die Nase und die ganzen Konturen anzumodellieren. Eine gut sitzende FFP2-Maske bringt sicherlich mehr als eine schlecht sitzende FFP3, die noch irgendwo was freilässt. Ja. Aber das ist extrem wichtig. Problem ist, man kann es ja nicht so wirklich verhindern. Und gerade in der jetzigen Zeit, wir infizieren uns ja. Ich muss allerdings sagen, da kann ich jetzt von der Intensivstation bei uns berichten und ich denke, ich spreche da auch für die Endoskopie. Bei uns hat sich keiner am Patienten infiziert. Ja, also wenn, dann war das eigentlich immer von draußen mit reingebracht. Ich denke sogar, dass ein hochinfektiöser Patient, der im Zimmer ist und hustet, nicht die Gefahr darstellt. Das Problem ist eher das, was wir nicht einschätzen können. Aber wenn wir wissen, da ist ein Patient, der ist infektiös und wir können uns schützen und machen das konsequent, dann, das ist jetzt aber meine persönliche Einstellung oder Erfahrung über die ganze Zeit, einfach darüber, dass sich bei uns keiner infiziert hat. Also ich denke, wenn wir uns schützen, sind wir dann auch gut geschützt. Ja? Wenn wir infiziert sind, dann ganz am Anfang gab es eigentlich nichts, muss man sagen. Ja, das ist jetzt die Empfehlung zur Therapie, zur stationären Therapie, die medikamentöse Therapie. Am Anfang sah das hier extrem leer aus. Das ist jetzt relativ frisch vom 28.02.2022. Das ist die Neuauflage und hier sehen Sie einmal die Einteilung in die verschiedenen Erkrankungsphasen, ja, und die verschiedenen Medikamente. Und am Anfang gab es nichts. Das Erste, was dann kam und was auch geblieben ist, ist das Dexamethason. Ja, das wird gegeben ab einer bestimmten Krankheitsschwere, dann erst, wenn man sauerstoffpflichtig ist. Das ist gut verfügbar gewesen und effektiv und wirkt. Ja, und das ist bis jetzt auch geblieben und da wird auch nicht drüber diskutiert. Das Einzige, worüber diskutiert wird, auch jetzt noch, wie hoch soll die Dosis sein? So Standarddosis 6 Milligramm einmal am Tag, 10 Tage. Und jetzt wird einfach bloß noch diskutiert, auch schon länger, ob man da nicht gerade bei den ganz schwer Kranken höhere Dosis geben soll.
Der Rest ist so nach und nach dazugekommen. Ja. Das Gute an der Empfehlung ist wirklich, dass es einmal diese grünen, das sind die empfohlenen Sachen, aber da sind auch zum Beispiel Sachen drin, die nicht mehr empfohlen sind. Am Anfang war das Remdesivir, das zweite, das ist ja eigentlich so ein Ebola-Medikament, das dann übernommen worden ist, wo aber jetzt inzwischen klar ist, wenn die Patienten schwer krank sind und eine invasive Beatmung benötigen, dann brauchen sie es nicht mehr. Wenn Sie sich jetzt einmal die verschiedenen Phasen angucken, ne, Covid-19-Frühphase, ja, da gibt es die meisten Medikamente, ja, aber ehrlich gesagt bringt das nicht so viel, weil was uns ja eigentlich am meisten interessiert, wenn es jemandem schlecht geht, und zwar ab hier, wenn jemand hospitalisiert wird, auch ohne O2-Bedarf oder vielleicht sogar schon Sauerstoff braucht. Und da gibt es nicht mehr ganz so viel, muss man sagen. Das Baricitinib und das Tocilizumab sind irgendwann dazugekommen, das ist jetzt so ein halbes Jahr her. Da sind wir auch froh, in der Effektivität nicht ganz so gut. Aber alle anderen Sachen, die wir haben, ja, sind eigentlich vor allen Dingen wirksam ganz am Anfang, wenn man infiziert ist und keine Symptome hat oder kaum Symptome hat. Ja. Das wird ja immer wieder mal so durch die Presse gejagt, muss man sagen. Jetzt ist der große Gamechanger und endlich gibt es ein Medikament. Ja, wir sind auch froh über jedes Medikament, aber das Problem ist, das hilft auch nur am Anfang. Und wir können froh sein, dass die Omikron-Variante nicht so schwere Erkrankungen machen und dass im Endeffekt extrem viele Leute geimpft und geboostert, und das geboostert ist wichtig, sind, weil das führt dazu, dass die Patienten nicht mehr ins Krankenhaus müssen, und wenn sie ins Krankenhaus müssen, dass sie nicht auf Intensivstation müssen. Ein Problem ist nämlich, Stand 28.02. Ja, also Entschuldigung, da wollte ich noch darauf eingehen, das ist vom RKI. Ja, wenn einem das ist ja relativ übersichtlich. Wenn man genau nachgucken will, gibt es vom RKI wirklich eine hervorragende Übersicht, die auch, und ich weiß nicht, ob Sie es erkennen können, die auch regelmäßig aktualisiert wird. Ja, also ja, 8., 7., 3., 9., also relativ kurzfristige Aktualisierung, immer wenn es irgendwelche neuen Studienergebnisse und irgendwelche neuen Empfehlungen gibt. Das sind 20 Seiten, das ist immer gleich aufgebaut. Das Medikament und dann keine Zulassung, Off-Label-Use, die ganzen Studien sind angegeben und dann auch Empfehlungen, ob es gegeben werden soll oder, und das ist noch wichtiger, ob es nicht gegeben werden soll. Ja, und jetzt habe ich hier rausgenommen, Kolchizin, keine Empfehlung, ja, das ist ja auch wichtig, ja. Es werden ja immer wieder mal Medikamente quasi durch die Presse gejagt, die angeblich super helfen sollen. Hier findet man eine ganz gute Bewertung. Unter anderem bezieht sich das Ganze auch auf diese Antikörper. Ja, das Sotrovimab ist in aller Munde, beziehungsweise das Ronaprev, das ist so eine Kombination aus zwei Antikörpern. Das Problem ist allerdings, dass wir ja verschiedene Virusvarianten haben. Und Sie sehen hier so einen Zeitverlauf der zirkulierenden Virusvarianten. Alles SARS-CoV-2, alles verschiedene Varianten. Und das ist jetzt Deutschland. Uns hat vor allen Dingen getroffen die Alpha-Variante, die Delta, ja, Beta-Gamma hat uns gar nicht so erwischt. Und Omikron. Ja, Omikron auch in aller Munde. Infektiös, anscheinend nicht so krankmachend. Das Problem ist jetzt bei den Antikörpern, bloß einmal, um es deutlich zu machen, verschiedene Antikörper, das ist das bisher empfohlene, diese Mischung, das ist das Sotrovimab, das jetzt auch empfohlen ist. Ja, das ist Wuhan, das ist die Wildtyp-Variante Alpha, Delta, Beta. Je dunkler, desto effektiver, ja. Je heller, desto ineffektiver. Und Sie sehen hier, am Anfang hätten die alle noch gewirkt. Ja. Delta fallen schon so einige raus. Wir konnten, also bei uns waren nicht alle, alle Antikörper zu bekommen. Beta, ja, das war bei uns zu bekommen. Das ist noch so teilweise wirksam. Einer von diesen beiden Mischtypen ist noch ordentlich wirksam. Sotrovimab gab es da aber, glaube ich, noch gar nicht. Und jetzt Omikron ist eigentlich bloß das Sotrovimab, das noch übrig bleibt, weil der Rest nämlich nicht mehr wirkt.
Ja? Was ich damit zeigen will, wir hängen immer quasi dem Virus hinterher. Ja? Also die Empfehlungen, und das ist ja ganz frisch, sind 28.02. und sind aber eigentlich schon fast wieder überholt, wird man denken. Ja? Oder nein, man würde sagen, das sind die richtigen Empfehlungen, weil da wird so Provimab empfohlen, aber es ist überholt, weil, und da haben Sie vielleicht auch schon von gehört, es gibt nochmal Unter- und nochmal Subtypen. Ja? Wer hat schon mal von BA1, BA2 gehört? Ja, geht immer wieder mal durch die Presse, dass es wieder Subtypen gibt. Und das ist auch so eine Darstellung der Subtypen von Omikron. Ja, und Sie sehen hier BA1, das war dann nochmal BA1.1 und BA2. Ja, da ist die Leitlinie rausgekommen mit den Empfehlungen für Sotrovimab. Wir können davon ausgehen, dass das, was an Wissen einfließt, noch ein bisschen älter ist, bevor es wirklich publiziert wird. Ja. Und wenn Sie sich das angucken, ja, diese BA1-Variante war da hauptsächlich noch, BA1.1, BA1.1 und BA2, das, was im Augenblick nämlich, das geht hier bloß bis zur 13. Woche, was im Augenblick zu 97% vorherrscht. Also jeder, der sich infiziert, hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er diese BA2-Variante, Subvariante hat. Und das Problem ist, diese BA2-Variante, da wirkt das Sotrovimab fast nicht mehr. Ja, das heißt, wir haben am 28.02. irgendwie eine Empfehlung, die jetzt eigentlich schon fast nicht mehr gilt. Das Problem ist, man rennt der Entwicklung so ein bisschen hinterher. Ja? Die Empfehlungen hängen auch so ein bisschen hinterher. Das ist leider so. Das wird uns auch noch weiter verfolgen, ohne jetzt groß zu orakeln. Ich habe jetzt gerade gesprochen, BA1, BA1.1, BA2. Noch mehr Subvarianten gibt es jetzt. Also das nächste ist, achten Sie mal drauf, BA4, BA5. BA5 ist schon angekommen, wird sich wahrscheinlich nicht verbreiten. Ist in anderen Ländern aber extrem auf dem Vormarsch. Und es gibt noch wieder Kombinationen aus den verschiedenen. Ja? Das, was jetzt in der Presse kommen wird oder was schon drin ist, sind diese Kombinationen aus Omikron und Delta. Das ist nämlich auch möglich. Wahrscheinlich haben wir im Augenblick, weil es nämlich Sommer wird, eine Ruhephase. Was im Herbst wird, wissen wir überhaupt nicht. Ja. Das Einzige, was im Augenblick hilft, ist halt Impfung und Booster, weil man weiß, und dieser Booster ist wichtig, weil man weiß, dass die Leute sich infizieren, aber wahrscheinlich nicht schwer krank werden. Ja. Und die persönliche Schutzausrüstung, also wirklich schützen. Warum erzähle ich das? Warum will man sich nicht infizieren? Long-Covid wird jetzt auch immer aktueller. Es werden immer mehr Berichte darüber auch durch die Presse gehen. Und ich habe jetzt bloß mal eine kleine Studie mitgebracht. Long-Covid, relativ frisch, April 23 publiziert. Die haben sich angeguckt, wie ist das bei Patienten, die aufgrund von Covid im Krankenhaus gelandet sind. Ja, und wie ging es denen nachher? Und die haben einmal geguckt nach 5 Monaten und nach einem Jahr. Ja. Also hospitalisiert, 28% waren auch invasiv beatmet, also denen ging es richtig schlecht. Das Problem ist, nach 30% nach 12 Monaten sind vollständig genesen, denen geht es gut. Die anderen haben was übrig behalten. Ja. Fatigue, also so Ermüdungssituation zu 60%, Muskelschmerzen mehr als die Hälfte, eingeschränkte Leistungsfähigkeit, Schlafstörung, Atemnot, Gelenkschmerzen, kognitive Einschränkungen. Ja. Überlegen Sie, Sie kennen alle aus dem Bekanntenkreis, aus dem Verwandtenkreis, vielleicht Sie selber, kennen Sie Leute, die waren infiziert. Überlegen Sie mal oder fragen Sie die Leute, wie es denen geht. Ja. Jetzt kommt aber die nächste Einschränkung wieder. Das ist April 23. Ja. Diese Untersuchungen, die beziehen sich nicht auf Omikron, die beziehen sich alle auf Delta oder noch vorher. Ja. Was Omikron macht, weiß kein Mensch. Ja, weil Long-Covid, dafür brauchen sie ja erstmal 5-monatige jährliche Nachverfolgungsphasen. Das weiß kein Mensch. Die Hoffnung ist natürlich, dass es, wenn es nicht so schwer krank macht, dass es auch nicht so lange oder so starke und so viele Folgeschäden macht. Weil was relativ klar ist, in eigentlich allen Untersuchungen, je schwerer man erkrankt ist, desto
wahrscheinlicher bekommt man Long-Covid, also irgendwelche Symptome, die auch noch lange nachhängen. Ja? Also man will es nicht kriegen, ich will es wahrscheinlich kriegen wir es alle, ja? Aber wenn es eben geht, versuchen sich trotzdem weiterhin zu schützen. Das ist das eine. Und das zweite ist, und das ist mindestens genauso beeindruckend oder beängstigend, auch ganz frisch, SARS-CoV-2 verändert die Gehirnstruktur. Das ist eine Untersuchung aus der UK Biobank. Es hat das nichts damit zu tun, dass die Patienten schwerst krank sind, invasiv beatmet, ja, fast gestorben wären, sondern das sind Patienten, UK Biobank, das ist in England eine Organisation oder ja doch eine Organisation, wo man sich melden kann und wo man sich in verschiedenen Abständen durchchecken lassen kann. Das wird dann, also die Daten werden gesammelt, um dann im Langzeitverlauf irgendwelche Veränderungen feststellen zu können und daraus Schlüsse zu ziehen. Und das wird halt irgendwie Forschern zur Verfügung gestellt. Ja? Unter anderem gehören dazu regelmäßige MRT-Untersuchungen. Ja, also jedes Jahr. Das heißt, das sind gesunde Patienten, die sind da hingegangen, haben sich ein MRT machen lassen und dann wurden sie wieder einbestellt ein Jahr später und die haben geguckt, wer war davon infiziert. Ja, und dann haben die geguckt, passiert da irgendwas im Hirn? Und es ist wirklich so. Ja. Auch da ist es so, dass es wirklich Hirnstrukturveränderungen gibt. Es wird damit begründet, dass der Virus entlang der Nervenbahnen durchs Gehirn wandert. Ja, und Sie wissen, das passt auch ganz gut dazu, gerade am Anfang war es so, dass ganz viele Riechprobleme hatten. Ja, also dass die Riechfunktion ausgefallen ist. Das Riechorgan, die Nervenzellen in der Nase sind eine Verlängerung des Hirns. Ja, also wir haben zwei Organe oder zwei Teile des Gehirns, die quasi nach außen gehen. Das sind einmal die Augen und das ist oben in der Nase quasi die Riechzellen. Ja, also das ist schon dramatisch, finde ich. Ja. Ob das eine Konsequenz hat, Hirnveränderung heißt ja nicht unbedingt, dass es ein Problem macht. Und wie gesagt, auch das wieder, das ist auch nicht Omikron. Ja. Aber es ist relativ viel unklar, was da in der nächsten Zeit noch kommt. Und man kann da einfach nicht orakeln. Keiner weiß, was im Herbst sein wird. Keiner weiß, was im nächsten Frühjahr sein wird. Gut, damit danke ich Ihnen. Also nochmal recht herzlichen Dank, Herr Hadebusch, für diesen ausführlichen Vortrag. Einmal die Frage an die Kollegen hier, die anwesend sind. Gibt es Fragen von eurer Seite? Das scheint gerade wohl nicht der Fall zu sein, aber im Chat sind einige Fragen aufgetaucht, die ich ganz gerne an Sie stellen würde. Zuallererst einmal die Frage FFP2, FFP3-Masken. Wie lange sollte man sie tragen? Wie sieht das mit den anschließenden Ruhezeiten aus oder Atempausen, die man sich dann da nutzen soll? Gibt es da Empfehlungen oder haben Sie da irgendwie was Sie uns... Da gibt es ganz klare arbeitsrechtliche Empfehlungen. Klar, die sind mir gar nicht bekannt. Ich halte mich nicht dran, aber ich kann mich auch nicht dran halten. Ich weiß nicht, das wissen Sie wahrscheinlich besser. Ich glaube, nach anderthalb Stunden... eine halbe Stunde Ruhepause oder so. Klar, arbeitsrechtlich ist das klar. Ja, also ich glaube, das kennt jeder, der in der Endoskopie oder auch im Krankenhaus arbeitet, dass diese ja geforderten Atempausen sehr schwierig umzusetzen sind. Ganz klar, ganz klar. Es gibt aber mehrere Untersuchungen, dass es ansonsten eigentlich keine negativen Konsequenzen hat, es auch länger aufzulassen. Also ich glaube, die Atemarbeit wird da ein bisschen durch erhöht, aber weder CO2 steigt an, noch sonst irgendwas dramatisch. Ich weiß, das war ja am Anfang jetzt nicht nur auf FP2 und arbeitsrechtliche Sachen ein großes Thema. Es ging ja und es wurde ja auch von verschiedenen Gruppen, eher aus den Covid-Leugnern, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, gerade was Kinder anging und auch Erwachsene und Einschränkung der Leistungsfähigkeit und infektiologische Bedenken über wieder eingeatmete Bakterien ist alles Quatsch. Also das ist mehrfach untersucht worden und da gibt es gute Daten zu. Und wenn man Kinder beobachtet oder mit Kindergärtnern, Lehrern spricht, ich glaube, die Kinder interessiert das am wenigsten, ob die eine Maske tragen müssen oder nicht. Korrigieren Sie mich.
Also es gibt, wir werden in der Endopraxis jetzt von dem Professor Jatzwauk einen Fragen an den Experten halt eben veröffentlichen. Das kommt jetzt Ende Mai raus. Und da sagt er halt eben 100 Minuten für FFP2-Masken, wenn man davon ausgeht, dass es eine mittelschwere körperliche Arbeit ist. Aber das nicht alleine, sondern halt eben muss man im Prinzip eine individuelle Risikobetrachtung machen in jedem Haus, weil klimatische Bedingungen, weitere Schutzausrüstung, räumliche Verhältnisse und Art der Aufgabe und gesundheitliche Einschränkungen der Mitarbeiter alles da reinziehen. Also alles wachsweich. Ja? Nichts Genaues weiß man nicht. Also ich denke, die Armanstrengung wird erhöht. Alles, was ich kenne, hat keine wirklichen dauerhaften negativen Konsequenzen auf Gesundheit. So. Ja. Also es ist anstrengend. Ich habe auch, wie gesagt, wenn ich 2 Stunden im Covid-Zimmer war, dann will ich nicht nur die Schutzkleidung ausziehen, sondern auch die FFP2-Maske absetzen, gar keine Frage. Ja, aber es wäre nicht gesundheitsschädlich, wenn ich ins nächste Zimmer gehe. Vielen Dank für diese Antwort. Eine weitere Frage, die aufgetreten war, bei einem sanften Covid-Verlauf ohne aktuelle Anzeichen einer Long-Covid-Situation, sollte man dann eine symptomlose Myokarditis/Endokarditis ausschließen, zum Beispiel via Echo? Gibt es da irgendwie... Also nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass ich wüsste, dass es da Empfehlungen gibt, das automatisch aus. Das würde ich ganz individuell über einen Hausarzt klären. Ja, aber also Empfehlungen sind mir nicht bekannt. Okay, und dann hätte ich noch eine Frage hier mal aufgeführt. Zweite Boosterimpfung, sprich vierte Impfung bei dem einen oder anderen. Wie sieht da so Ihre tendenzielle Situation aus? Ja, ist schwierig. Also als man weiß, die vierte, also der zweite Booster wirkt, aber nur für eine gewisse Zeit. Das ist das Problem. Wahrscheinlich... Oder alle Daten zeigen eigentlich, dass mit dem Booster man so für 3 Monate ungefähr einen guten Schutz hat. Danach der Schutz vor Infektion auch wieder runtergeht. Ich glaube, das Wichtigste ist die dritte. Weil da ist relativ klar, 2 reichen nicht. Es muss einmal geboostert werden. Dann ist man von einem schweren Verlauf, also sprich Hospitalisation, sauerstoffintensiv, sehr gut geschützt. Mit der vierten holt man sich einen noch etwas besseren Schutz für eine gewisse Zeit. Ja. Bei Risikogruppen würde ich es auf alle Fälle machen, auf jeden Fall. Bei Nicht-Risikogruppen denke ich persönlich, und ich werde es wahrscheinlich auch so machen, hoffe ich, dass bald Omikron-adaptierten Impfstoff gibt. Es war eigentlich, und da war ich vielleicht auch wieder ein bisschen blauäugig, es war eigentlich mal angekündigt für den Sommer, jetzt ist es schon wieder Herbst, wahrscheinlich wird es später. Und ich könnte mir vorstellen, wenn im Anfang Herbst noch nicht klar ist, dass die jetzt direkt vor der Tür steht, denke ich, sollte man sich eine vierte holen. Aber auch das ist wieder, reine Spekulation, weil man nicht weiß, was kommt im Herbst. Kommt überhaupt was? Gar nichts wäre natürlich besser, also das Beste, das wünsche ich mir jedes Mal, wenn ich einschlafe. Aber es kann irgendeine Variante kommen, die überhaupt nicht auf die Booster-Impfung reagiert. Ja. Das weiß man nicht, keine Ahnung. Es ist aber so, dass also durchweg durch alle Varianten, das, worüber man ja immer wieder diskutiert, sind die Immunglobuline. Ja? Und da einmal IgG, die abfallen, aber vor allen Dingen die IgA. IgA sind diejenigen, die sie vor Infektion schützen. Die sitzen auf den Schleimhäuten. Die sind am schnellsten weg. Ja? Das ist so. Auch mit der vierten Impfung holt man sich diese IgAs für eine gewisse Zeit wieder, aber die sind ruckzuck wieder verschwunden. Die IgGs bleiben und wir haben ja nicht nur Immunglobuline, das ist immer wieder, das Immunsystem besteht aus verschiedenen Bereichen und man weiß halt und deshalb schützen auch die Impfungen vor den schweren Verläufen, dass Omikron sich so verändert hat, dass bestimmte Antikörper nicht mehr wirken, aber andere Teile des Immunsystems wieder auch diese Variante erwischen. Ja.
Aber das, die Empfehlung ist schwierig. Also Risikogruppen, gar keine Frage, würde ich sofort machen. Würde ich sofort machen, würde ich auch gar nichts eingehen, gar kein Risiko eingehen. Zum Abschluss dieses Themenblocks habe ich noch zwei kurze Fragen aus dem Chat. Einmal, sollte man die Impfung immer mit demselben Impfstoff machen? Und die letzte Geschichte, wie sind Ihre Erfahrungen mit einmal Bronchoskopen bei Covid? Sollte man da konsequent einmal Bronchoskope verwenden? Also zu alle Impfungen mit dem gleichen Impfstoff, nein. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass mindestens ein mRNA-Impfstoff mit dabei war. Das ist relativ klar. Das muss der Booster sein, also eigentlich mindestens der Booster. Ja, das ist ziemlich deutlich geworden. Aber es gibt nicht wirklich Vorteile, durchweg mit, ich sag mal, Comirnaty oder durchweg mit Moderna geboostert zu sein, geimpft zu sein, sondern im Gegenteil, so eine gewisse Kreuzimpfung hat anscheinend noch eine bessere Effektivität. Ja. Und einmal Bronchoskope, wir verwenden sie nicht. Ist eigentlich eine Frage an Florian. Es geht ja eher um Aufarbeitung. Ja. Und wenn das funktioniert, denke ich, ist der Rest ein Rechenbeispiel, was ist teurer, was ist praktikabler. Ich denke, in einer kleinen Klinik kann sich das durchaus rechnen, aber wie gesagt, da bin ich nicht der Experte. Ich stelle mal die Frage zurück und nehme die dann gleich mal. Das ist wunderbar, genau, da kommt ja noch einer. Genau, Sie haben damit hervorragend übergeleitet an unseren letzten Dozenten, den Florian Hofsess, der uns das Thema Organisation der Bronchoskopie näher bringen wird. Und zwar nicht bezogen auf die pflegerischen Aspekte der Untersuchung, sondern eben die Organisation des Untersuchungstages und der Untersuchung selbst. Also ich habe kurz noch mal ein bisschen was zu meiner Person vorbereitet. Ich bin Fachkrankenpfleger für den Endoskopiedienst, technischer Sterilisationsassistent und hier, wie ich vorhin schon sagte, die Abteilungsleitung der Endoskopie im Hause. Engagiere mich auch etwas in der Mitarbeitervertretung und als interner Auditor und bin mittlerweile seit 1998 hier in der Lungenklinik und seit 2001 in der Endoskopieabteilung. Also ich bin mehr oder weniger eigentlich direkt nach meinem Krankenpflegeexamen direkt in die Endoabteilung gewechselt und habe so die normale Pflege fast nie kennengelernt, also so wirklich so ein Endokind sozusagen. Ja, was habe ich mit Ihnen vor? Ich würde gerne gleich, das finde ich immer ganz nett bei so einer Veranstaltung, mal kurz ein paar Worte hier über die Lungenklinik verlieren, damit man auch weiß, wo man ist. Und dann ein bisschen über unsere Endoskopieabteilung und unser Leistungsspektrum, bevor ich so ein bisschen zur Organisation so etwas ein bisschen Grundsätzliches sagen möchte, wie Personalplanung und auch die Ablauforganisation. So, genau, und dann kommen wir halt so ein bisschen zur Organisation der Bronchoskopie, zur Vorbereitung, zum Prozedere der Anmeldung und der Terminierung. Weiter bitte. Und dann so ein bisschen zum Befund- und Gerätemanagement. Was ich mir einfach so gedacht habe, ist, ich meine, wir kennen das alle so ein bisschen im alltäglichen Ablauf, dass wir einfach da, ich wollte so ein bisschen die Rahmenbedingungen darstellen, die wir hier in der Klinik so machen. Das ist natürlich nicht auf Ihre Abteilung übertragbar oder es ist auch jetzt nicht irgendwie der absolute Goldstandard, aber ich glaube, es funktioniert ganz gut und einfach so ein bisschen Grundstrukturen in dem ganzen Prozedere eigentlich von der Anmeldung bis zum Verlassen des Patienten aus der Endoskopie ist eigentlich doch dann ganz wichtig. Die Lungenklinik in Hemer ist ein Zentrum für Pneumologie und Thoraxchirurgie. Es ist ein Fachkrankenhaus mit einem überregionalen Versorgungsauftrag. Es gehört zum DGD, das ist der Deutsche Gemeinschaftsdiakonieverband. Man sieht, es ist ein christliches Haus, was sich auch an unserem Leitbild organisiert. Das Haus wurde 1949 gegründet, hat 223 Betten. Im Moment sind wir ja groß in der Umbauphase, wie Sie gesehen haben, oder die Leute, die in Natura hier sind. Deswegen können wir aktuell nicht so viele Betten belegen. An sich haben wir 5 Fachabteilungen für die Pneumologie, die Thoraxchirurgie und die Strahlentherapie, die Anästhesiologie und die operative Intensivmedizin und die Radiologie. 478 Mitarbeiter arbeiten hier und wir machen so ca. 10.000 Behandlungsfälle im Jahr, sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich. Ja, weiter. Die Endoskopieabteilung, wie es sich für eine Lungenklinik gehört, zurück bitte, hat den Schwerpunkt der thorakalen Endoskopie. Wir machen ca. 6.100 Bronchoskopien im Jahr, also sowohl im interventionellen als auch im diagnostischen Bereich. Davon sind es ca. 1500 Narkosebronchoskopien
und 4600 flexible Bronchoskopien, die wir in Analgosedierung machen. Da nutzen wir halt schwerpunktmäßig wirklich Midazolam noch und nur in Ausnahmefällen eigentlich Propofol. Wir machen 310 flexible Gastroskopien, auch hier mit Midazolam, und 60 Thorakoskopien in Anästhesie-Standby. Dann gerne weiter. Mal ruhig weiter. Also ich bin der Meinung, ganz klar, dass eine gute Ablauforganisation die Basis für ein effektives und auch wirtschaftliches Handeln schafft. Wirtschaftlichkeit, ja warum? Weil wir es einfach schaffen, wenn wir interdisziplinär mit den Abteilungen kommunizieren, einfach auch kürzere Liegezeiten generieren können. Ich meine, man kennt das oft, oh, der Patient braucht noch ein CT, aber er soll auch die Bronche am selben Tag haben, auf einem kurzen Dienstwege oder in welcher Form man das dann auch macht. Es ist einfach wichtig, hier gut zu kommunizieren, um das hintereinander wegzubekommen. Wir generieren hohe Untersuchungszahlen durch strukturierte Abläufe. Die Patientensicherheit erhöhen wir natürlich, indem wir einfach schon beispielsweise relevante Vorbefunde kontrollieren oder auch den Gerinnungsstatus schon auf der Station am Vortag überprüfen und nicht in der Endoskopie auffällt, oh, der Quick ist zu niedrig, ja, die Untersuchung kann doch nicht stattfinden. Das sind dann auch solche Geschichten wie die Patientenzufriedenheit mit einer verkürzten Nahrungskarenz. Wir wissen beispielsweise, okay, der Patient hat einen Keim, wir machen den eh erst gegen Mittag oder am Nachmittag. Dann wissen wir bei uns, dann geben wir bereits morgens keine Patienten ein kleines Frühstück haben, weil wir bei der flexiblen Broncho 4 Stunden Nüchternzeit halt einhalten. Es sind minimierte Wartezeiten, die der Patient dann nicht also hat. Ja. Und wir haben natürlich auch ganz wichtig die Mitarbeiterzufriedenheit, einfach dadurch, dass wir geregelte Schicht- und Pausenzeiten haben, durch eine strukturierte Tagesprogrammplanung. Und eine transparente Dienstplangestaltung mit Planungssicherheit schafft einfach dann halt auch Zufriedenheit beim Mitarbeiter. Und der zufriedene Mitarbeiter, das ist mir ganz wichtig, leistet die effektive und qualitativ hochwertige Arbeit. Weiter bitte. Zu unserer Personalstruktur einfach nur mal so als Überblick. Also ich habe 10 Mitarbeiter in der Abteilung, davon arbeiten 4 in Vollzeit und 6 in Teilzeit. Das ist Stellenschlüssel von 8,1. Unser Team setzt sich zusammen aus 3 Mitarbeitern mit der Fachweiterbildung zum Endoskopiedienst. Ne? 10 Mitarbeiter haben die Weiterbildung zum technischen Sterilisationsassistenten beziehungsweise den Sachkundenachweis Endoskopaufbereitung, also jeder Mitarbeiter. 2 Mitarbeiterinnen haben die Weiterbildung Anästhesie- und Intensivpflegefachkraft. Und wir haben eine Hilfskraft mit Weiterbildung zur technischen Sterilisationsassistentin. Das ist der Luxus, den wir haben. Wir haben eine Kollegin, die den ganzen Tag unsere Aufbereitung betreut. Qualitativ gute Arbeit setzt sich gut ausgebildete und auch eingearbeitete Mitarbeiter voraus. Und ich denke halt sowohl im ärztlichen als auch im Assistenzbereich. Wir arbeiten mit einem flexiblen Arbeitszeitkonto hier in der Lungenklinik, ganz generell auch in der Pflege auf der Station. Die Tagesschicht beginnt bei uns um 7 Uhr bis 15.18 Uhr. Ich brauche da eine Mindestbesetzung von 6 Mitarbeitern. Die Aufgabenbereiche ist die Patientenvorbereitung. Das ist Patientenvorbereitung auf Wachraum. Das ist ein Mitarbeiter, macht in der Regel ich oder eine meiner Schichtleitungen. Also ich habe keine Stellvertretung mehr in der Endoskopie, sondern ich habe bestimmte Mitarbeiter, die mich jederzeit eigentlich in allen Bereichen als Schichtleitung vertreten können. Und das ist eigentlich so auch sozusagen die Schaltzentrale unserer Endoskopieabteilung, weil dort laufen eigentlich die Informationen zusammen. Ne? Also ich meine, wer kennt das nicht, dass man im Untersuchungsraum wird dann gesagt, ich muss jetzt gleich, der Arzt sagt, ich habe noch gleich irgendwie eine Sitzung, aber ich müsste gleich noch den und den Patienten bronchoskopieren oder untersuchen, der gar nicht angemeldet ist. Und das ist eigentlich das, wo wir großen Wert drauf legen, dass diese Informationen nicht im Saal kommuniziert werden, sondern wirklich an dieser Schaltzentrale. Dieser Mitarbeiter macht dann nebenbei auch die administrativen Aufgaben, wie vielleicht schon mal Material nachbestellen oder halt auch die Programmplanung. Denn dort steht ein Rechner und an diesem Rechner gehen halt auch die EDV-gestützten Anmeldungen ein. In unserem Untersuchungsraum 1 arbeiten 2 Mitarbeiter, im Untersuchungsraum 2 Mitarbeiter und die Geräteaufbereitung, wie schon angesprochen, 1 Mitarbeiter. Unser Bereitschaftsdienst, der stößt dann als 7. Mitarbeiter im Tagesprogramm gegen 8.42 Uhr dazu und ist bis um 17 Uhr anwesend und übernimmt dann die Rufbereitschaft, die bis zum nächsten Morgen um 7 Uhr geht oder am Wochenende dann halt ein 24-Stunden-Dienst ist. Der hat so das Tätigkeitsfeld oder sie hat das Tätigkeitsfeld der externen Bronchoskopien oder auch Gastroskopien. Das sind die Untersuchungen auf der Intensivstation, Weaningstation, betreut unseren Punktionsraum oder auch mal auf der Isolierstation. Danke, weiter.
An sich beginnt eigentlich die ganze Untersuchung mit unserer Endoskopie-Sicherheitscheckliste, mit der wir arbeiten, angelehnt an OP wie ein Team-Timeout. Hier nutze ich jetzt ja klapp mal den Links. Und das sind mehr oder weniger eigentlich die Checkliste, begleitet den Patienten von der Indikationsstellung halt bis zur Entlassung aus der Endoskopie nach der erfolgten Untersuchung. Sind unterschiedliche Bausteine aufgeteilt. Gerne mal bitte weiter. Die Bearbeitung eigentlich dieser Liste beginnt bereits am Vortag auf der Station durch das Pflegepersonal und den ärztlichen Dienst. Also man sieht das hier schon direkt am Anfang. Guckt die Pflege, naja, ist die Akte vorhanden, ist die vollständig, liegt ein Laborgerinnungsstatus vor oder der Arzt in diesem Bereich am Vortag führt die Kontrolle durch, beispielsweise erklärt den Patienten auf, überprüft die Indikation nochmal, einschließlich der Laborwerte. Und so zieht sich das eigentlich wie ein roter Faden bis zum Vorabend der Pflege, am Eingriffstag der Pflege. Und hier in diesem Bereich wird dann die Check-Endo-Einleitung oder übernehmen wir dann den Patienten, wo dann auch nochmal die Patientenidentität überprüft wird, Nüchternheit abgefragt wird, all die Dinge, die sie halt auch kennen. Ne? Oder auch ganz wichtig auch wieder hier die Gerinnungskontrolle. Und wir minimieren das Risiko einfach durch dieses Vier-Augen-Prinzip. Weil ich meine, wir kennen diesen Worst Case, ist ja wirklich der Patient. Es ist ja nicht nur so, dass es jetzt den Patienten gefährdet, wenn er zum Beispiel mit einer niedrigen Gerinnung kommt. Es ist einfach auch der Punkt, der Patient ist vielleicht seit dem Vorabend nüchtern. Der Patient hat schlecht geschlafen, weil er Angst vor dieser Untersuchung hat. Und dann wird eigentlich, dann gesagt, oh, es tut mir leid, wir können Sie leider doch nicht machen. Und das haben wir dann 13 Uhr. Ne? Das ist einfach, das wollen wir einfach grundsätzlich im Sinne der Patientenzufriedenheit einfach auch nicht erreichen. Ja? Dann gehen wir weiter. Hier sind solche Bereiche wie die Aufbewahrung des Patienteneigentums. Und dann gehen wir in dieses wirkliche Team-Timeout, was dann auch wirklich in Absprache mit dem Untersucher gemacht wird und der Untersucher auch dies abzeichnen muss. Punkte wie, dass alle Teammitglieder bekannt sind, dass einfach die erforderlichen Geräte einsatzbereit sind, etc. Enden tut es eigentlich, nein, zurück bitte. Enden tut es mit, dass zum Beispiel die Proben hier korrekt beschriftet sind und weitergeleitet worden sind, wann der Patient an die Nachsorge oder in den Aufwachraum übergeben wird, wie lange noch Nahrungskarenz besteht, etc. Es ist also ein reiner, auch eine Dokumentationsbogen mit den nachfolgenden Abteilungen. Weiter bitte mal. No. Genau. Um diese ganze Papiergeschichte einfach zu minimieren, haben wir uns dann auch gesagt, okay, unsere ganze Überwachung und Entlassung des Patienten packen wir am besten auch auf diesen Bogen mit drauf, was auch dann Übergabe dient an die Stationen, sodass wir die Überwachung während der Endoskopie, die Vitalwertkontrolle oder halt auch die Entlassparameter auf der Rückseite dieses Formulars dokumentieren. Und der ganze Kreislauf sozusagen endet mit der dokumentierten Entgegennahme des Patienten durch die Pflegekraft auf der Station dann. Dann ganz grundsätzlich zur Anmeldung. Also wir haben eine Anmeldefrist bis 14.30 Uhr. Da sind selbstverständlich Notfälle ausgeschlossen, die aber zusätzlich telefonisch zu kommunizieren sind. Das hat ein bisschen den Grund, genau wie ich vorhin schon sagte, eine Rahmenbedingung zu schaffen. Ne? Wenn wir Ausnahmefälle haben, Notfälle haben, ist das gar keine Frage. Aber wir brauchen eine Anmeldefrist an sich, um einfach zu gewährleisten, wie viele Mitarbeiter brauche ich beispielsweise am nächsten Tag und wie hoch ist beispielsweise meine Kapazität, die ich am nächsten Tag leisten kann. Als Tagesmaximum haben wir circa 25 flexible Bronchoskopien in den Saal 1. Da geht es auch dann immer mal ein bisschen darum, naja, welche Untersucher, wie viel Wartezeit und auch wie hoch, also was für eine Untersuchung ist geplant. Ne? So eine Chartis-Messung beispielsweise dauert einfach ein bisschen länger wie eine normale Absaugbronchoskopie. An sich haben wir 7 Plätze für die starre Bronchoskopie am Tag. Und da haben wir einfach den Luxus auch, dass wir wirklich die Anästhesie 5 Tage die Woche rund um die Uhr, ja, aber während des normalen Arbeitszeit bei uns in der Endoskopie haben. Und dadurch können wir 7 starre Bronchoskopien am Tag machen. Und auch das sind dann wieder solche Geschichten, wo ich es genau vorher wissen muss mit der Anmeldefrist und wo wir eventuell sagen müssen, okay, wir haben heute 9 Anmeldungen. Ja? Und dann müssen wir halt gucken, wen können wir auch wirklich schieben. Wie wir das dann machen, gehen wir gleich nochmal ein bisschen drauf ein. Diese Programmplanung, wie gesagt, wird durch diesen zuständigen Mitarbeiter in der Endoskopie bei Eingang der Anmeldungen in dieser unserer Schaltzentrale sozusagen gemacht. Und die Endfassung vom Endoprogramm machen wir dann nach Rücksprache mit dem Chefarzt bis 14.30 Uhr. Und diese etwaigen Verschiebungen berücksichtigt werden dann halt die Indikation, die Dringlichkeit oder halt auch das Aufnahmedatum. Genau.
Wir arbeiten hier mit Nexus. Das ist so eine elektronische Anmeldung. Ich weiß nicht, wer das von Ihnen kennt oder der Erfahrungen hat. Man hat die Möglichkeit, die Untersuchungsart an sich zu wählen, und unterschiedliche Formulare sind einfach der Untersuchungsart hinterlegt. Also wenn ich beispielsweise, oder der Arzt auf der Station meldet die Untersuchung an und meldet mir hier eine diagnostische starre Bronchoskopie an, sind Felder hinterlegt, wie zum Beispiel ein EBUS oder eine Mikrobiologieentnahme oder eine Sofortzytologie, während bei anderen Formularen oder Anmeldeformularen dann zum Beispiel bei therapeutischen Geschichten der Laser, die Stent-Indikation und so weiter möglich ist, anzukreuzen. Es sind Terminhinweise und Wünsche einfügbar, beispielsweise er möchte gerne um 8 Uhr die Untersuchung machen oder der Patient ist ein Diabetiker, er soll bitte früh im Untersuchungsprogramm geplant werden. Und das ist genau das, was für uns so wahnsinnig wichtig in der Planung ist, ne? Dass ich einfach dies vorher weiß. Hier beispielsweise eine Besonderheit oder Risiko, zum Beispiel, dass nach CT die Untersuchung gemacht werden soll. Dann gibt es mir die Möglichkeit, bereits am Vortag zu planen, okay, ich spreche es mit unserer Radiologieabteilung ab. Um 8 Uhr läuft das CT und im Anschluss können wir die Broncho machen. Statt dass man sagt, okay, ich weiß das gar nicht, Patient liegt bei uns auf, ja, und dann kommt der Untersucher und sagt, er sollte eigentlich noch erst ein CT laufen. Und das sind einfach Dinge, die einfach interdisziplinär, glaube ich, wichtig sind zu kommunizieren, um einen guten Ablauf der Untersuchung oder generell des ganzen Arbeitsalltags zu gewährleisten. Weitere Besonderheiten, die ich recht nützlich finde, ist das Ziehen von farblichen Reitern möglich. Zum Beispiel ist der Patient infektiös, hat er Allergien oder gibt es andere kritische Punkte, die ich da zu beachten habe. So sähe dann unsere Terminplanung an sich aus. Unten gehen die Anmeldungen sozusagen ein und ich ziehe dann die Patienten in die jeweiligen Säle. Wir haben hier Saal 1, Saal 2 oder auch unsere peripheren Untersuchungen, je nachdem, nach was ich es zuordne und welcher Untersucher es beispielsweise ist, und mache so vorerst mal eine Planung. Gerne mal weiter. Ja. Ne? Eine Besonderheit, es ist einfach eine abteilungsübergreifende Kommunikation, die ich halt ganz wichtig finde. Wir haben die Möglichkeit, wie gesagt, dass wir im Vorfeld schon Dinge überprüfen, wie zum Beispiel ist ein CT vorhanden. Ne? Also machen wir starre Bronchoskopien, ist es explizit wichtig, dass ein CT vorliegt. Worst case wäre in diesem Fall wieder, es ist nicht überprüft worden, uns fällt auf. Es liegt kein CT vor und wir haben eventuell 3 Patienten verschoben und somit verschenken wir sozusagen einfach auch einen Untersuchungsspot. Ne? Als Aufnahmedatum, wie gesagt, wird auch als Entscheidungshilfe das Aufnahmedatum, Entschuldigung, genommen, ne, ob der Patient geschoben werden muss. Und wir haben diesen Platz für Hinweise und Besonderheiten. Ne? Hier kann ich, einmal zurück nochmal, bitte, danke. Ne, wie zum Beispiel, früh, Patient ist Diabetiker, bitte früh. Oder es ist zum Beispiel abgesprochen, ja, die Untersuchung mit Dr. Stanzel abgesprochen um 7.30 Uhr morgens. Das heißt natürlich, sowohl die Station kann dies einsehen im fertigen Programm, als auch meine Kollegen, die nach mir dort sitzen oder der Rufbereitschaft hat. Also es wird einfach die Informationsweitergabe dadurch auch gewährleistet. Jetzt bitte mal weiter. So sähe dann, wie gesagt, dieser fertige Programmplan aus. Wie gesagt, der Endoskopieplan ist von jedem PC im Hause einsehbar. Wie gesagt, eine interdisziplinäre Kommunikation, Infofeld ganz wichtig. Und ich denke, so ist es einfach wichtig, dass keine Informationen untergehen und dass sich jeder auch darauf einstellen kann. Sprich, wenn man hier jetzt sieht, Patient darf ein kleines Frühstück, die Station, in dem Fall zum Beispiel die Station 4, die weiß, okay, ich kann morgens um 7 dem Patienten ein kleines Frühstück geben. Der muss nicht in der Endo anrufen, der Patient muss nicht bis um 13 Uhr nüchtern bleiben, was grundsätzlich nicht notwendig gewesen wäre. Ja. Ja, dann kommen wir Befund- und Gerätemanagement. Ne? Also wir arbeiten mit Klinik Mindata von E&L zusammen. Ich glaube, das ist ja ein ganz bekanntes System eigentlich. Diese elektronische Anmeldung, die ich jetzt vorhin geschildert habe, geht automatisch ins Wartezimmer von Klinik Mindata. Wir können von dort die Patientendaten direkt aufrufen. Teils werden die Angaben aus der Anmeldung, gerade wie die Indikation, direkt schon in den Befund mit übernommen. Wir arbeiten mit Textbausteinen oder der Untersucher, der dort den Befund dann schreibt, mit Pflichtfeldern. Und wir können die entnommenen Proben dort direkt eingeben, auch mit der gewünschten Untersuchung. Und an welches pathologische Institut macht bei uns dann der Untersucher. Und sehr praktisch ist dann eigentlich die automatische Generation vom Überweisungsträger an das jeweilige pathologische Institut.
Dann einmal bitte weiter. So sähe dann dieser Untersuchungsauftrag an. Wir schicken unsere Histologien beispielsweise nach Bochum. Und das wäre dann so der Überweisungsträger an die Pathologie in Bochum. Die hängt direkt als Anhang am Befund, dient halt als Überweisungsschein mit der gewünschten Untersuchung und die Proben sind somit eigentlich direkt versandfertig. In Klinik Vindata gibt es diesen Gerätemanager. Das ist jetzt heutzutage auch nichts mehr Besonderes. Jedes Gerät hat seinen Barcode. Wird dann in unserem RDG-Manager nach erfolgter Aufbereitung hinterlegt, wo es dann direkt abgerufen werden kann. Gerne mal weiter. Weiter, genau. Na. Ziel ist einfach, dass jeder Patient bei uns die Abteilung verlässt. Einmal zurück, danke. Mit einem Befund, auch in Papierform. Mittlerweile sind wir davon abgekommen, weil wir doch auch immer mehr die elektronische Patientenakte haben. Befund wird direkt in die elektronische Patientenakte übermittelt. Und das ist grundsätzlich das Ziel. Dankeschön. Ja, das war jetzt nicht ganz so einfach, aber ich hoffe, es ist trotzdem so ein bisschen rübergekommen, improvisiert. Ja. Hat auch gut geklappt. Also von daher, wir sind da flexibel in der Endoskopie. War kein Thema. Ja, dafür Florian, haben wir den technischen Support und dann kann Heiko uns halt eben auch helfen. Ja, genau. Florian, herzlichen Dank für den ausführlichen Vortrag. Gibt es hier aus dem Auditorium dazu noch Fragen? Dann gebe ich wieder weiter an den Daniel. Waren noch zwei Fragen aus dem Chat? Jawohl, Frank, vielen Dank. Also, es waren Fragen, die wir eben nicht beantwortet haben, weil wir gesagt haben, vielleicht bist du vom pflegerischen Sektor der bessere Ansprechpartner dafür. Es kam einmal die Frage Mundspülung vor Bronchoskopien. Macht ihr da irgendwie was? Nein. Macht ihr also nicht? Nein. Okay. Dann hatte ich mitbekommen, hast du ja in deiner Präsentation gesagt, dass du vorwiegend oder dass ihr vorwiegend mit Midazolam arbeitet. Mhm. Kam nämlich halt auch die Frage auf Sedierung mit Propofol. Nutzt ihr Perfusoren bei lang anordneten Eingriffen oder dann halt aus der Hand? Nur da bist du ja dann... Nee. Ja, also natürlich Perfusoren, aber das ist dann ja wirklich in Narkose über die Anästhesieabteilung. Mhm. Ansonsten sind unsere flexiblen Eingriffe nicht so lang, dass die in jeglicher Form das notwendig wäre. Okay. Dann eine Frage, die im Chat gelaufen ist. Broncho, semi-steril, mit sterilen Handschuhen arbeiten? Nein. Okay, kurz und knapp. Also Antwort. Ja, die Antwort ist, wir machen es nicht. Ich kenne diese Diskussion, ist ja schon so alt. Ich hätte fast gesagt wie die Menschheit, aber nein, wir arbeiten mit sterilem Instrumentarium. Man arbeitet keimarm, aber meine persönliche Meinung, spätestens wenn ich ein Bronchoskop, was zwar frisch aufbereitet ist, ne, oder Kontakt mit dem Patienten habe, bin ich auch nicht mehr steril. Das ist aber meine persönliche Meinung. Ich kenne diese. Die Lunge ist ja auch also, nicht steril. Die Lunge ist natürlich auch nicht steril. Die hat ihr eigenes Mikrobiom und wir arbeiten keimarm. Ja. Man kann vielleicht sterile Handschuhe anziehen, weil man ein besseres Handling da vielleicht drin hat, aber es hat nichts Hygienisches damit zu tun. Ja, ich meine, die Diskussion kennen wir ja immer wieder. Genau. Martini spricht da ja auch immer sehr gerne drüber. Von daher. Zwei Sachen habe ich noch. Raumdesinfektion nach Covid. Wie geht ihr damit vor? Läuft das über euch? Habt ihr da Servicekräfte, die das dann für euch mit organisieren? Also wir haben keine Servicekräfte, aber wir haben einen Reinigungsdienst, der im Haus ist. Und grundsätzlich an Covid wird eine Grundreinigung des Saals gemacht, ja. Okay, und die letzte Frage, die ich hier mir noch notiert hatte, war, du hattest ja Teilzeitkräfte mit aufgeführt. Wie sieht da so die Arbeitszeit von denen aus? Wie machen die Springerdienste? Wie kommen die? Fangen die auch morgens gleichzeitig mit euch an? Oder? Also die arbeiten volle Schicht sozusagen. Die haben dann die 75% Kraft, hat ihren Tag frei in der Woche und nicht irgendwie verkürzte Schichten und tagtäglich. Also quasi den ganzen Tag Arbeitszeit, aber dann halt dem Stellenumfang entsprechend 2 oder 3 freie Tage. Genau, wobei das jetzt aber, ich glaube, das hat jetzt nichts mit der Struktur oder sonst des Hauses oder von der Abteilung zu tun. Das ist auch der Wunsch der Mitarbeiter gewesen. Ich glaube, man kann das mit Sicherheit auch flexibel handhaben. Wie gesagt, der zufriedene Mitarbeiter ist das Wichtige. Ne? Also dass man denke ich, deswegen wäre das auch kein Problem, glaube ich, wenn eine Kollegin mal ran und sagt, wäre es möglich, ich muss mein Kind um 14 Uhr abholen und dann könnte man direkt da Lösungen finden. Im gut funktionierenden Team, glaube ich, bin ich der Meinung, wird das auch immer von Kollegen kompensiert. Also ich sehe es bei meinen Kollegen in der Abteilung, da habe ich halt auch mit einigen Teilzeitkräften, die dann halt erst die Kinder morgens in den Kindergarten oder Schule bringen können und dann halt mittags abholen können. Die kommen dann halt jeden Tag arbeiten und
Ja, sind dann aber nur eine begrenzte Stundenanzahl da, sodass wir dann meistens so in der Mittagszeit auf zwei Räume zurückbrechen. Okay. Aber auch ja. Das ist dann jederzeit noch möglich. Ja, ja gut. Ich frage nochmal hier rein. Gibt es noch Fragen von eurer Seite? Dann übergebe ich noch an Frank. Ja, wir verabschieden uns von den Online-Teilnehmern, wünschen noch einen schönen Feierabend. Wir werden uns gleich noch die Endoskopieabteilung anschauen. Da können wir euch leider nicht mitnehmen. Also tschüss, bis zum nächsten Mal. Ganz herzlichen Dank an HEMA, dass ihr das alles mit durchgezogen habt. Und wir hatten teilweise über 140 Teilnehmer. Also es hat sich echt gelohnt. Und ganz herzlichen Dank und euch noch einen schönen Feierabend. Und alle zu Hause halt eben auch. Bleibt gesund und wir sehen uns das nächste Mal. Okay.